Moin moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Simon, ich bin immer noch schockiert von dem, was gerade war. Ja. Und hier ist der Trant. Und Trant ist nicht mehr schockiert von dem, was gerade war und bald nicht sein wird. Nö. Aber keine Meinung. Was meint ihr? Ja, nee, hören werden sie die Zuhörer ja eh nicht. Aber du bist natürlich jetzt um eine Erfahrung reicher. Ah. Ja. Ah. Der Trant will heute sehr leise sein, der ist, glaube ich... Ja, wir haben ja rumprobiert und rumgeschraubt können. Mit den Levels. Ich sehe schon, ich sitze dann wieder so nächtelang an diesem Podcast und schraube hier ein oder zwei dB immer hoch, damit ich was hören kann. Ja. Wenn ihr so ein Hintergrundgemurmel hört, das ist Trant. Der wahrscheinlich sagt, habe ich nicht gespielt, war alles Schrott. War alles. Nee, gestern ist ja der erste Teil des PS2-Casts online gegangen und da war ja sehr positives Trant-Feedback mit dabei. Trant-Back. Das hat nichts zu heißen. Na gut, auf der anderen Seite haben sie uns alle gebasht, warum der nur 100 Minuten lang war, der erste Teil. Ja, wie kannst du auch nur, Holger? Ja, für was bezahlen die eigentlich alle? Ja, ich mache mir hier so einen schönen Lenz mit dem tollen Podcast-Geld. Ja, genau. Wir sitzen in einer Wanne aus Gold im Moment. Ja, eben. Ja. Und die Praktikantinnen egal. Ja, wir alle können deinen Gedanken wie immer folgen. Genau. Nee, der Gedanke ist leider einen Schritt zu weit gegangen gerade. ja, wer den ersten Teil des Podcasts schon gehört hat und mittlerweile, ja, wenn ihr den hört, habt ihr den zweiten Teil auch gehört. Wir haben uns natürlich hier zusammengefunden im November, 10 Jahre PlayStation 2. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass wir dann einen großen Zweiteiler draus machen mit kleinen Spiele-Roundup und Konsole und so weiter und so fort. Aber dann haben wir uns so sehr vertieft, dass wir natürlich bei weitem in unseren eigenen Grenzen, was die Redeenergie überhaupt angeht, dann waren wir noch lange nicht zu Ende, was es alles angeht. Und haben noch, ja, von 4 Zetteln, den ich hatte, 2 noch übrig. Ja, ich war schockiert. Ich hatte nur einen von dir und dachte, ach, das ging ja. Wir haben ja ein Dreiviertel geschafft. Und dann zauberte der Gregor noch einen zweiten Zettel mit noch mehr Spielen und all den, dann noch die ganzen Japan-RPGs. Ja, die natürlich hier noch kurz heute abgehandelt werden, weil da werde ich separat sowieso noch mal was machen. Dann kannst du ja so einen Rollenspiel-Ticker machen. Also wahrscheinlich. Ja. Stell dir vor, du musst ganz dringend ein Telegramm schreiben. Dann, Moment, stopp. Ja. Final Fantasy X, stopp. Was ich interessant fand, war irgendein Kommentar, wo jemand meinte, dass wir nur dumme Spiele hätten. Wo ich dann irgendwie dachte... Das war quasi ja fast schon ein GTA-Podcast da drin gewesen. Und so dumm finde ich GTA nicht. Ja, das stimmt. Was hat denn gefehlt? Ja, gut, es fehlt sicher noch ein paar Sachen, die wir jetzt haben. Aber wenn man mal überlegt, haben wir, glaube ich, uns... Wir haben versucht, alles reinzupacken, glaube ich, was wirklich ja, gut natürlich, war. Es gibt natürlich aber so Unmengen von Sachen, die man nie auch nur gehört hat, dass es die gibt. Nee, absolut. Speziell, wir haben es ja gesagt bei der PS2, ich habe nochmal nachgecheckt, was die Spiele denn angeht. Ich hatte so spekuliert, so 1500 bis 1600, es waren glaube ich 1200 drumherum, die rausgekommen sind, aber das ist auch noch eine Nummer, wo du mit den Ohren schlackerst, wenn du dir 1200 Spiele in 10 Jahren. Ja, und man denkt, man ist cool, wenn man 100 hat. Eben. Ist das nicht dann vielleicht auch sogar die größte Software-Bibliothek? Die muss es eigentlich sein. Ich habe noch im Ohr, oder im Kopf besser gesagt, herumspucken, diese NES-Zahl, das soll so das irgendwas mit 870 haben, weil ich da von irgendeinem gehört habe, der so eine komplette Sammlung bei sich stehen hat. Gott, oh Gott, oh Gott. Knapp die 1000 verpasst. Eben. Und es wird ja, glaube ich, immer noch teilweise sogar produziert. Also jeder kann sich bestimmt auch noch erinnern, wo er also mindestens vor 2-3 Jährchen in den Elektronikladen gegangen ist und dort diese ganze Schwachsinns-Restsoftware dort gelandet ist, wie Schneewittchen und die 7 Zwerge oder irgendwelche Supermodels gehen raus auf Actionjagd und wie das alles heißt. Also der Restabfall. Ich erinnere mich da auch, da gibt es auf YouTube viele Videos, die diese ganzen Crap-Spiele reviewen. So. Also ich weiß nicht, das sind so Taxispiele, Skate-Spiele und das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, wo ich mir diese Videos angeguckt habe. Ja. Da waren die schon dieses nebenher rausgeschissene, ich kann es nicht beschreiben, von irgendwelchen Hobby-Programmierern so. Wo auch keine Lizenzen mehr übrig da sind und Sony mittlerweile bei dem Punkt angelangt ist, dass die nicht mehr Approval machen wollen. Stimmt. Ist es nicht so, dass irgendwann mal die PS2 zum Abschuss freigegeben wurde? Und jetzt dürft ihr alle. Genau. Sony hat gesagt, jetzt ist vogelfrei. Macht, was ihr wollt. Ja. Ja, und die machen, was sie wollen. Da kriegst du eben Super Van Racer und wie die alle heißen. Gibt es noch dieses, egal. Da wird es sich bestimmt genug im Netz finden lassen mit Crap Software. Aber wir wollen natürlich nicht auf die schlechten Sachen eingehen, sondern primär auf die guten. Das haben wir ja schon in den letzten 2 Cards gemacht. Und wir haben uns natürlich ein paar der schönsten Genres hier für den letzten Part vorbehalten, damit es auch nicht sagt, wir haben die Rosinen vorher alle verballert und jetzt reden wir am Ende nur über Taktik-Shooter. Kommt aber natürlich drauf an, wie man Rosinen definiert. Das ist ja, glaube ich, bei jedem anders. Ich glaube schon. Aber wenn man auf so die Da sind aber schon geile Sachen dabei. Du hast schon recht. Da sind schon ein paar gute Sachen dabei. Ja, ich wollte die Genres ein bisschen gut auseinander verteilen, dass man so das Gefühl hat, mal ein bisschen was
wo die PS2 nicht so stark gewesen ist wie jetzt bei Ego-Shootern, dass es mal dort ist, nah mit einem starken Genre wie Open World und jetzt mit dem Genre, mit dem wir auch, glaube ich, gleich einsteigen wollen und über das wir schon leicht schon vorher geredet hatten, die Action-Adventures, was bei der PS2, wenn man jetzt hier kurz auf die Sachen sieht, die ich mal aufgeschrieben habe, kannst du gerne kurz draufschauen, Simon. Dieser Begriff ja. Action-Adventure ist natürlich ein bisschen sehr, sehr weit gefasst mittlerweile. Früher hat man ja darunter verstanden Legend of Zelda. Na, du bist, hast eigentlich sowas wie fast ein Rollenspiel gehabt, aber anstatt, dass du dort Erfahrungspunkte sammelst und solche Geschichten machst, hattest du eben mehr so ein actionbasiertes Gameplay mit Echtzeitkämpfen und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann sehr, sehr weitergefasst worden in den letzten Jahren, dass alles mit involviert war, wo du quasi Third-Person-Action irgendetwas dort hast. Und ich glaube, ja. Ja, also ist, das ist völlig recht, das ist ganz normal, aber auch, dass man, also wenn du jetzt die ersten Zeldas denkst oder an die ersten 3D-Zeldas, so die Entwickler lernen sich ja in ihrer Umgebung auch besser zu bewegen und dadurch werden die Spiele dann ja halt auch immer komplexer, obwohl sie ja eigentlich mal gedacht waren, um sowas wie Rollenspiele klein zu kriegen, klein zu komprimieren, ja, genau, sodass einem dieser Block, dieser trockene Block quasi gar nicht so auffällt. Ja, genau. Und jetzt ist es wieder in anderer Hinsicht komplexer geworden. Jetzt können die halt auch klettern, obwohl sie das eigentlich vielleicht gar nicht müssten, also als Beispiel jetzt. Ja, es ist glaube ich, einfach so diese Third-Person-Spiele und eigentlich kann man das ja so Third-Person-Spiele dann mittlerweile bezeichnen, die können ja auch sehr variabel sein in dem Gameplay, wie sie dort drin sind, weil einfach sich für manche Sachen dann nicht Ego-Perspektive anbietet. Also wir haben das perfekte Beispiel, wo wir Metroid Cast nochmal drüber geredet haben. Metroid Prime ist eine Ausnahme, wie in der Ego-Perspektive zum Beispiel Springen und so weiter und Sprungverhalten und sowas funktionieren kann. Das geht bei Metroid Prime, finde ich, ganz gut, aber normal aus einer Ego-Perspektive. Ich erinnere da an ein Spiel, was ich halb liebe und halb hasse, Breakdown auf der Xbox. Ja, genau, ja. So ist es bei mir auch. Also, wenn man sich durch die Scheiße gewartet ist, die ganze Steuerung und alles, das Konzept darstellt, dann kann man da richtig viel Spaß haben, aber man wird immer zurückgerissen zu der Blockade, die dieser Controller, genau, und die Steuerung. Genau, und eben was Third-Person 3D-Grafik, was sehr, sehr inspiriert von Zelda ist und natürlich wesentlich mehr Action-Elemente und Hüpfelemente und Shooter-Elemente und so dazu gekommen sind. Ich meine, die große Zusammenfassung von dem allen ist ja mittlerweile Uncharted auf der PS3, wo ja alles zusammenkommt von Rätsel, ja, auf Shooter, wirklich, auf Gejumpe, auf Quicktime-Events. Man kann fast sagen, ist es fast perfekt eigentlich, oder? Es hat alles. Uncharted geht als Action-Adventure durch, oder was? Würde ich eigentlich sagen. Oder ja, was würdest du sonst? Das ist doch so ein Kreuz, oder diese blöden Genrebezeichnungen. Es ist genau, die sind immer so festgefahren, die haben sich seit Jahren eingebürgert. Am liebsten würde man sie weglassen, aber man kommt nicht umhin. Man muss sie benutzen, wo will man die Sachen denn sonst einordnen? Also Zelda würde ich jetzt auch eindeutig als Action-Adventure bezeichnen, finde ich. Das ist so ein Archetyp, der passt da super rein. Weil es irgendwie so rollenspielartig anmutet, weil es eine Geschichte hat, du machst eine Reise und es ist natürlich Echtzeit-Action-mäßig, sag ich mal. Man muss selber hüpfen, selber kämpfen und all den ganzen Kram. Von daher trifft es ganz gut, aber... Ich habe es jetzt nur jetzt mal vorab gesagt, weil ich grob kategorisieren will, weil eben ansonsten sagen wir, okay, und jetzt nehmen wir die Third-Person-Slasher dran und dann die Third-Person-Puzzler. Deshalb sage ich lieber Oberbegriff Action-Adventure und da können wir uns ein bisschen gröber fassen. Genau, aber wie du sagst, ist so unbefriedigend, diese Definition, finde ich. Ja, also gerade Action-Adventure ist die Pest, weil da eigentlich alles könnte man eigentlich einordnen unter Action-Adventure. Wenn du es aufbrichst, Abenteuer. Kannst und gerne auch Call of Duty mit reinpacken, ist auch ein Action-Adventure eigentlich. Ja, es stimmt schon. Man hat, ich würde sagen, wir beschränken das fast so ein bisschen, wenn ich mir die Spiele angucke, auf Spiele aus der Third-Person-Perspektive. Genau. Kann man fast sagen, war früher nicht so, hat sich dann aber auch ein bisschen gewandelt mit 3D so. Exakt, nennen wir es einfach Action-Adventure-Third-Person-Gedöns und dann sind wir, glaube ich, Grenzen sprengen. Ja, genau. Alle Grenzen. Man muss sagen, alle Grenzen, die wir hier natürlich haben, das ist das, wie wir es gelernt haben aus den Zeitschriften. Ja? Ja, wenn ich über 10, 15 Jahre nicht Action-Adventure gelesen hätte in der Powerplay und Videogames und anderen Outlets, dann würde ich heute diese Begrifflichkeit nicht mehr im Kopf haben.
Ja. Der Trainer ist trotzdem nicht zufrieden. Nee, lass uns gerade mal hier dabei bleiben. Denn hier auf Gregors schlauer Liste steht als erstes God of War 1 und 2. Ja. Das steht unter Action Adventure. Gregor hat dann noch als weiteren Punkt angeführt unter Survival Horror. Ja, ich gehe jetzt schon mal ein Stück weiter vor. Okay, da verdammt. Steht auch Devil May Cry. Unter Survival-Horror. Ich weiß. So, meiner Meinung nach gehören die aber... Survival-Horror liegen vielleicht. Vielleicht, ja klar. Das ist jetzt vom mehr oder weniger vom Design abhängig. Okay. Aber das sind ja irgendwo dann doch ähnliche Spiele. So, aber jetzt komme ich eigentlich gerne zum Thema, was haben wir das schon angesprochen? Wir hatten letzte Diskussion, wie wir dieses verdammte Genre nennen wollen. Das hatten wir mal, aber wir haben es auch kurz im Podcast angerissen. Aber die Diskussion. Und haben wir es geklärt? Nee, natürlich nicht. Aber ich finde Hack'n'Slay ist doch voll passend, oder? Eigentlich für God of War. Oder worum geht's gerade? Ja, aber für mich ist Hack'n'Slay eigentlich dann eher das, was ich unter Diablo mehr oder weniger verstehe. Ja, aber so Diablo-Spiele gibt es wenige. Ja, das kann man dann auch wieder Action-RPG nennen oder Grooten, Grinden, Loot-Gedöns. Ja, ist ja auch egal, aber Hack'n'Slay, damit verbinde ich jetzt nicht auf den ersten Blick das, was ich unter God of War verstehe oder Devil May Cry oder so. Aber, weil hier, gib dem Charakter bei God of War oder Devil May Cry oder sonst was für ein Spiel eine Knarre in die Hand oder ein Hammer. Ein Hammer ist nichts mehr, wo Slay drauf passt. Ja, dann ist es aber Survival Horror, weil es mit dem Hammer echt schwer ist. Let's rock, baby. Kurz zu deinen Sachen, die du ausgeführt hast. Also ich habe einen Grund natürlich gehabt, warum ich Devil May Cry dort hier mit reinnehme, weil Devil May Cry war ursprünglich das ursprüngliche Konzept von Resident Evil 4. Habe ich ja gesagt. Und hat sich dann daraus entwickelt. Deshalb habe ich das in das Gespräch dort mit reingetan. Nee, das lügst du. Nein, das ist außerdem so. Shinji Mikami war ja mit entwickelt und so und auch halt dabei und weil seine Idee so ein bisschen und der hat ja auch Resident Evil gemacht und das ist der Gründer des Survival-Horror-Genres. Eigentlich, genau. Also in einem großen verlorenen Podcast mittlerweile hatten wir ja mal ausführlich drüber geredet. Der hat ja Resident Evil 2 gemacht und danach wurden neue Ideen reingebracht, wie Resident Evil 4 aussehen konnte und Devil May Cry war das erste Konzept das war aber so weit weg von dem Resident Evil 4, wie man sich es vorgestellt hätte, dass er beauftragt wurde, mach mal ein eigenes Konzept, ein eigenes Spiel draus. Kommen wir aber später dann noch dazu. Das ist der Grund. Der Trant hat ja einen Punkt. Okay. Trant hat absolut einen Punkt und speziell was God of War angeht, das ist ja auch mehr ein Mischmasch von verschiedenen Spielen. Ich hatte mal in einem Interview gelesen, der David Jaffe, der zuständig ist, der hat ja früher dann Twisted Metal und sowas gemacht und hat sich für God of War speziell inspirieren lassen mit Versatzstücken von Spielen wie Devil May Cry selber, wie Metroid hat er teilweise auch dann genannt als Influence und sowas, plus Rollenspielelemente, die dort mit reinkommen. Und ich meine, lass uns mal mit God of War vernünftig einsteigen, weil man kann. Wir sind ja immerhin schon da. Ja, also, weil das Lustige finde ich bei all der Diskussion. Wir sind noch nicht am Ende mit der Diskussion. Bei all der Diskussion, die du jetzt sagst, God of War hat ja primär. God of War ist fast schon ein Genre geworden, so wie es dann. Und das ist ja das Dumme, weißt du? Ist wie God of War. Wie oft liest man diesen beschissenen Vergleich? Der ekelt mich so an, der läuft mit kalten. Genau, wie Lords of Shadow ist ein God of War-Spiel. Ja, genau. Oder Dante's Inferno oder alles. Das ist so ein God of War-Prügler. Wenn ich das höre, ich hätte gerne einfach eine Bezeichnung, mit der jeder auf der Welt was anfangen kann. Und es hat sich aber noch kein Wort. Es hat sich keiner getraut. Schon, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass amerikanische Online-Seiten da schon ein eigenes Wort für haben. Ich weiß es nur nicht. Ja, es muss sich wahrscheinlich eingewöhnen. Ich finde bei sowas immer, ich kriege das kalte Grausen, wenn ich dann lese, irgendjemand will einen Begriff etablieren. Genau wie einer sagt, okay, was ist das Äquivalent zu satt, wenn du nicht mehr trinken willst, wenn du genug getrunken hast? Sitt. So genau, ein Scheiß. Dieser erfundene Scheiß. Oder ich sträube mich immer noch zum Aufleveln bei einem Rollenspiel grinden zu sagen. Ja. Weil ich hasse das wie die Pest. Aber ich finde, das umschreibt den Prozess ganz gut, weißt du, dieses stupide Gegnermetzeln, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Genau, es umschreibt es. Aber wenn meine Begrifflichkeiten, die ich im Kopf habe, dann gegen Auflevel wird gegen Grinden ersetzt und Japano-RPG durch JRPG, dann könnte ich dann teilweise Leute würgen. Aber das ist ja, vor allem, wenn man einen in der Redaktion hat, der Jay heißt und man denkt die ganze Zeit, der hat noch nie ein Rollenspiel gemacht. Eben. Hört auf, von dem zu reden. Ist auch Pole, also. Ja. Egal. Two Worlds. Nein. Aber wie dem auch sei, unter JRPG kann ich mir immerhin gleich was vorstellen. Ja. So, und darum geht's mir halt, naja, ist ja auch, komm, wir machen jetzt weiter. Du hast ja recht. Wir stimmen dir doch zu. Ich will ja hier auch keinen angreifen. Ich möchte einfach nur ein Scheißwort dafür haben für dieses Genre. Moment, bei der Gelegenheit, da hat es Capcom, muss ich auf den Tisch hauen, weil mir das gerade einleuchtet, hat es Capcom aber wirklich verdammt gut gemacht, weil die sind gekommen
haben Resident Evil gemacht und haben erzählt, so, das heißt Survival Horror. Schreib's dir auf, du dumme Nase. Genau. Und heute ist es ein Genre. Ja. Die haben sich das, genau wie Bemani, die haben sich das einfach gedacht. Zack. So. Kann man sich was drunter vorstellen. Und bei God of War hat sich keiner Gedanken gemacht. Jedes Mal, wenn es um so ein Spiel geht, muss man den Kasten anwerfen und man überlegt, wie könnte man das umschreiben. Ja, und dann kommt halt dieses dumme, ist wie God of War. Ja, weil wenn du was anderes sagst, versteht's keiner. Ja. Da musst du erstmal dein eigenes Wort etablieren. So. Okay, da ist der Vorteil bei den Japanern, weil ich glaube, die haben auf den Packungen ja ihre Genre Bezeichnungen drauf, mit so Icons und da steht Action-RPG oder das ist Survival-Horror. Ne? Und schon bleibt das dann kleben, bleibt das fest. Leider, wenn die Japaner God of War gemacht hätten, hätte es ein bisschen anders ausgesehen. Aber lass uns endlich mal bei all der Diskussion, man sieht, es ist... Wir haben noch nicht angefangen, wir sind bei 15 Minuten angelangt. Ich spreche das Wort Action-Adventure jetzt nicht noch aus, aber God of War ganz speziell, ich meine, bei uns allen ist es, glaube ich, relativ ähnlich gewesen, wo wir das erste Mal dann God of War gesehen haben und speziell bei dir auch, Simon, weil du ja natürlich immer ein bisschen so die Speerspitze des Fantums der God of War-Bewegung hier dargestellt hast. Game One war ja auch immer sehr, sehr integriert mit der Geschichte von God of War. Ja, was glaube ich, wirklich daran liegt, dass ich das Spiel erst verpasst hatte, also so ganz privat, dann es bekommen hatte, gespielt habe, total begeistert war und mich richtig geärgert habe, dass ich nicht damals, als alle darüber geredet haben, selbst teilnehmen konnte an der Diskussion. Und gleichzeitig war es aber auch für damals, vor ewigen Jahren, für Game One, quasi für den Pilot das Spiel, was wir am längsten gemacht haben. Mhm. Heute würde man Highlight sagen oder so. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich dieses Scheißspiel damals durchgespielt habe. Ich hatte es komplett eingespielt. Dann habe ich einmal gemerkt, oh fuck, du hast die Musik angelassen. Das war direkt so der erste Fehler in der ersten Sendung, den wir seitdem auch immer wiederholt haben. Natürlich. Dann hat man halt Geräusche-Matsch mit Musik-Matsch, mit dem man nichts mehr anfangen kann. Man kann die Soundeffekte muss man leider rausnehmen. Genau. Dann hört sich nicht so gut an. Also nur Soundeffekte oder bei Rennspielen ja auch einfach entweder nur Autofahren oder halt Musik. So beides zusammen ist immer Quatsch. Und das wussten wir damals noch nicht. Und dadurch musste ich es nochmal neu einspielen. Komplett. Und irgendwann, weißt du, mit Trailer schneiden, so hat man den ganzen Scheiß so verinnerlicht. Ich kann immer noch jede einzelne Szene, glaube ich, aus diesem Trailer und allem rezitieren. Ich glaube, in Game One Folge 2 war doch dieser Trailer mit der Musik von hier Requiem for a Dream. War es dort? Ja. Da haben wir es nochmal verwusst. Da haben wir aus dem Piloten, der ja nie gesendet wurde, nochmal was gemacht für die Sendung. MTV Players. Ja, das war auch so ein unmögliches Trailerlied, was man nicht mehr benutzen darf. Ja, nee, schon seit geraumer Zeit. Damals waren wir relativ neu. Aber man liest überall unter allen Trailern mit diesem Lied, bitte hört auf, dieses Lied zu benutzen. Das habe ich vor kurzem gesehen. Das ist herrlich. Ja. Alle hassen es. Weil es jeder benutzt hat. Du kannst Kaffee holen damit untermalen und es kriegt eine dramatische Wirkung. Und nein, ist der Kaffee drin? Man weiß es nicht. Er trinkt, ist er heiß? Und so, Entschuldigung. Du siehst automatisch Slow-Mo. Also ich bin Fan einfach, kann man sagen. Ich finde, das hat damals verdammt viel richtig gemacht. Und als jemand, der Mark of Cree vorher gespielt hatte und mir immer gewünscht hat, weil das hat sich ja nicht so durchgesetzt, das Spiel, dachte ich so, oh Mann, das Kampfsystem ist geil, mach mal einer da was draus. Und God of War hat das nicht übernommen, aber genau so quasi weitergemacht. Mhm. Weitergeführt, möchte ich fast sagen. Ja, ich finde, God of War ist einfach eines der Spiele, die hast du vorher wirklich nicht auf dem Radar gehabt, weil Sony selbst als Spieleentwickler macht immer ganz nette Spiele, aber die sind jetzt nicht die gewesen, wo du sagen würdest, von denen kommt jetzt was Neues, das muss jetzt ein Highlight werden. Das kam so aus dem Nichts eigentlich fast. Ja. Hatte ich immer das Gefühl. Und dann ist das auch so ein Spiel, das kommt aus dem Nichts, du legst es ein, aber es ist gleich so, der erste Level, gleich so die Bombe. Ja, wo du dann auf einmal, die Grafik ist flüssig, 60 Frames, alles sieht geil aus und der erste Endgegner mit der Hydra, die dann auf dem Schiff dann ankommt und du einfach mal mit so deinem kleinen Mannequin, du hast ja keine Ahnung, wer Kratos ist. Ja? Also mit deinem kleinen, ist ja auch am Anfang echt noch eine Wurst. Genau, und er springt auch noch am Anfang hier, er bringt sich um und mal sehen, wie es weitergeht und alles. So ein geiler Anfang. Und ich meine, da flasht das Spiel gleich von Anbeginn an und hört dann auch gar nicht mehr auf und baut sich kontinuierlich auf immer weiter und es wird immer größer, besser.
brutaler. Ja, auch einer der Gründe, weshalb man hier den Hype ein bisschen auch verschlafen hat, weil es natürlich Deutsch auch nicht gab. Ja. Also es war ja wirklich es war nur also ich habe die US-Version gespielt, deshalb weiß ich nicht, ob es in Deutschland das ja, auch... Ja, nee, also ich weiß noch ganz genau, weil deswegen habe ich es verpasst, weil man hat ja kein Testmuster bekommen und so und dann denkt man, irgendwann kaufe ich es mir mal und dann ist ein halbes Jahr rum und dann sieht man es irgendwo und kauft es. Das gibt es tatsächlich nur als Import. Ich weiß nicht, gibt es da jetzt vielleicht eine neue Auflage? Also mittlerweile gibt es eine Collection. Ja, natürlich eine Collection, aber als Österreich-Import, denke ich mal, bei vielen Leuten dann hier geholt und Teil 2 haben sie dann ja auch offiziell rausgebracht. Da haben sie ja gemerkt, wir können doch kein Geld liegen lassen. Dass sie so ein Spiel auch nicht, dass sie nicht gemerkt haben, also was sie da haben zumindest, dass sich Deutschland da als Standort nicht durchsetzen konnte, ist echt komisch, weil das ist ja die Marke geworden. Das ist ja wirklich Sony ist God of War. Also mir ging das damals aber auch so. Also das, ich weiß nicht, was war das? E3 2006, wo das vorgestellt irgendwie wurde? Irgendwie sowas, ja. Da kamen ganz viele Kollegen irgendwie von der E3 zurück. Ich war nicht dort gewesen und meinten so, oh, hast du God of War gesehen? Was ein Shit, das ist so geil. Das habe ich noch nie gesehen. Ist doch von Sony, ist doch... Ja, und ich konnte mir da nichts drunter vorstellen, wo ich dann auch wieder hier zur Genre-Definition komme. Ja. Hättet ihr mal gesagt, was das ist? Ich habe es dann auch erst viel später gesehen, weil das auch hierzulande nicht kam. Ich habe das, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb danach habe ich das erst mal durchgespielt oder so, als schon ein alter Hut war und als es den zweiten auch schon gab. Es hat immer noch funktioniert, aber, oder? Ja, echt, auf jeden Fall. Das, was halt viel daran gelegen hat, dass die Moves und so, die der Kratos gemacht hat, das hat halt richtig Wumms gehabt. So, wo du, Hydra war doch das in diesem Schiffsrumpf, ne? Genau, genau. Wo man die Ketten irgendwie in ihren Kopf rammt und dann rockt der da links und rechts. Das ist ja fast ein Signature-Move schon fast. Ja, die natürlich. Ketten irgendwo in den Kopf rammen. Und das hat so vorher auch noch keiner gemacht in dieser Konsequenz, dass man da so wirklich davor sitzt und denkt sich, meine Fresse, der macht keine halben Sachen. Der. auch die Sachen dazwischen. Ich meine, der Anfang ist ja schon, man denkt, oh, dramatisch und so mit den Render-Videos und der Geschichte und dann kommt der Level und dann dieser Kampf und danach... ist er ja auch voll der Arsch, weil der ist ja dieser Typ, von dem er den Schlüssel haben will, der in dieser Hydra drin ist und er nimmt den Schlüssel und kickt ihn noch so runter oder so. Das ist so geil, der dachte ich mir, alter Falter, der macht keine halben Sachen. Ja, das ist mal jemand, aber das da ist mal so ein richtiger Assi, wie ich mir wünsche im Spiel. Aber bei so Szenen ist ja dann irgendwie rückblickend auch nachvollziehbar, dass es hier nicht kam. Also ich, bei vielen, God of War 3 habe ich auch überlegt, krass. Okay, God of War 3 ist auch eine Stufe noch weiter drüber, finde ich. Und da habe ich mir auch gedacht, Moment mal, das erscheint hier einfach so ohne weiteres umgeschnitten so. Okay, es gab in God of War 1 ja auch noch die Szene, wo du, glaube ich, so einen Typen dann in die Feuerhölle oder sowas schicken kannst. Also, wo da war ist das jemand, nicht in 2 sogar? War das nicht? Ich dachte, es war in 1, wo du dich dann, irgendeinen musst du dann dort, der im Käfig sitzt, dann verbrennen lassen. Ja. Wahrscheinlich musst du im zweiten Deutschen Teil 2 verbrennen. Wurde daraus ein Monster im 2. Genau, da haben sie irgendwas dort angepasst auf jeden Fall. Nee, es ist nachvollziehbar, dass es hier in Deutschland dann nicht kam und auch, dass Sony sich da sträubt. Ich meine, Microsoft macht es ja relativ ähnlich, dass die ihre ab 18 Titel gar nicht hier erst offiziell rausbringen, was mich dann auch ärgert einfach, weil hier darfst du ja auch gar nichts dann machen mehr drüber. Ja, das ist halt echt, das nervt uns am meisten, glaube ich, dass man die Spiele dann halt einfach nicht machen kann. Ich meine, God of War hat sich letzten Endes einfach, weil da so ein großer Tenor, nicht nur bei der Presse, sondern auch bei den Spielern dann vorgeherrscht hat, egal, wir holen uns dasselbe aus den USA, wir machen eigentlich die Besprechung, das muss man gesehen haben, das ist das Spiel, was ihr jetzt spielen müsst. Und es hat ja von God of War 1 dann losgeschaut und es ist dann immer weiter, immer größer geworden. Ich meine, alleine God of War 1 war die gute Initialzündung, es war ein tolles Spiel. 2 hat er ja nochmal eine Schippe dann draufgekickt, kann ich mir auch noch dann erinnern, bei dir, Simon, wo das Ding gerade neu draußen war, für den Test damals gespielt, bin ich bei dir vorbeigekommen, du hast den Beamer gerade an und hast gesagt, ich spiele gerade God of War 2. Ich zeig dir mal kurz und dann eine Szene, wo das immer weiter getoppt wird, was du vorher gesehen hast. Ja, was bei God of War 2 der erste Level ist, da ist nicht mal der letzte Level bei anderen Spielen vom Aufwand. Das ist der fucking erste Level. Das ist so das Ding, wirklich, die haben ein Pacing drauf manchmal und der erste Level ist wirklich immer ausschlaggebend, auch bei 3, die wissen schon ganz genau, dass sie auch mittlerweile gebrandet sind auf diesen ersten Level und dass es, die müssen das, was sie am Anfang schon versuchen, alles zu toppen, müssen sie nochmal toppen, später. Was ich halt ein bisschen schade finde, dass es immer darauf hinausläuft, man hat am Anfang viel, verliert dann erstmal und fängt wieder an. Ja. Das kannst du halt einmal machen, aber dreimal ist dann irgendwann auch blöd. Da sieht man, dass Jeffy sich von Metroid eben hat inspirieren lassen. Das ist genau die Formel. Ja, das stimmt. Es funktioniert ja auch, nur alle benutzen das. Ja. Es ist, man weiß schon, okay, ich kann jetzt hier ein bisschen rumprobieren, Spaß haben, weiß, okay, es wird noch viel besser, wenn ich erstmal wieder alles habe und später werde ich alles verlieren, damit ich eben wieder alles kriegen kann. Ich finde das dass man sein Gedächtnis verliert am Anfang des Spiels. Das ist so, ich will das nicht mehr, Leute. Ja, aber genau, das sehe ich zwar genauso, aber
wirklich relevant ist es ja dann auch nicht. Man denkt sich zwar, man macht sich dann gern drüber lustig, so von wegen, oh, der Held hat Amnesie, oh, der Held hat alles verloren. Aber wenn man als Ausgleich dafür kriegt man ja die motivierende Suche nach den neuen Fähigkeiten oder was auch immer oder storytechnisch, dass du dann erfährst, was passiert ist und so. Genau, was auch noch dazu kommt. Die Grundidee ist immer voll behindert und flach, aber ja. Am Ende zahlt es sich dann doch aus. Ich verstehe es auch. Es ist zwar sehr einfallslos. Ja, ein bisschen. Aber gut. Ja, aber God of War ist so ein Konstrukt, wo viele Sachen dann einfach ineinander greifen, wie die Präsentation, wie das Pacing. Also wo du gerade gesagt hast, jemand immer der erste Level, der da Wumms macht, das ist ja klassische Actionfilm Konstrukt. Genau, ne? Der James Bond hat genau, das ja immer noch. Es muss mit dem Wumms losgehen, bevor du dann in die Details dann reingehen kannst. Und God of War hatte eben wirklich die tolle Mischung aus das Gameplay, was natürlich aus vielen Sachen zusammengenommen wurde, dort aber wirklich gut und crisp funktioniert hat, wenn man auf Neudeutsch dann hier gut und schön und knackig. Und schön. Du hast ein Problem mit Grinden? Ich weiß. Ich bin ein Hypocrite. Crap. aber das Gameplay zusammen mit Präsentation, mit vor allem, was auch sehr, was du eigentlich nicht so oft bei solchen Spielen hast, eine Story, die wirklich dann interessant gestaltet ist, dass der Charakter auch sich wirklich weiterentwickelt und auch konsequent durch diese wirklich drei Hauptspiele mit den Spin-offs, die dazu kommen, aber einen Weg beschreitet von Punkt A zu Punkt Z mit dem Ende des dritten Teils auf der PS3. Sehr toll. Ja. Ich habe mich, ihr dürft mich übrigens jetzt bitte auch nicht bei Teil 3 spoilern. Da ich habe es auch erst bis zur Hälfte durch. Also Trans hat es ja durchgezockt. Ja, ich fand den Endkampf so geil. Also den allerletzten Endkampf. Ja, fand nicht jeder so super. Ich fand den, der hat mich dann nochmal richtig emotional berührt. Das war für mich wirklich auch ein Höhepunkt, da wo ein Höhepunkt hingehört, weißt du, nämlich ans Ende. Da war keine Enttäuschung und so, auch jetzt nicht so storymäßig, sondern so spielerisch und von der Optik her habe ich gedacht, so der Endkampf vom dritten, geil. Ja, jetzt habe ich richtig Bock. Ja, aber ich meine, alleine das God of War Konstrukt, ich meine, das war ja damals Zubehör zu jeder PS2. Man musste eigentlich die beiden God of Wars haben. Mittlerweile gibt es ja das tolle HD-Remake für die PS3, wo die ersten beiden Teile... Ich hab's zu Hause, ist super. Funktioniert gut? Ja, es funktioniert gut auch, es sieht immer noch gut aus. Es ist natürlich dann hochskaliert, die Grafik ein bisschen höher und das Einzige, was ein bisschen nervt, sind im ersten Teil sind natürlich viele Cutscenes als Videosequenzen, die leider nur nicht eben in Unter-HD vorhanden sind. Das heißt, du siehst dann, was vorher eigentlich das Leckerli war, die coole Hardware, ist auch immer das hässliche Ding dann zwischendurch, bevor die richtige Grafik dann losgeht. Aber du kannst das volle God of War-Erlebnis eben auf der PS3 mittlerweile haben und kriegst ja auch als Trilogy alle Teile dann zusammen. Und man kann wirklich auch sagen, das kann man heute auch noch spielen. Also du kannst eigentlich alle drei noch spielen. Es ist halt schon so, dass klar am Anfang in dem ersten Teil Sachen gemacht werden, die im zweiten dann irgendwie nochmal gemacht werden oder verbessert werden und so. Wenn man alle drei nacheinander spielt, hat man vielleicht auch erstmal genug davon so. Aber für sich genommen sind die heute alle noch einzeln geil. Wenn man sie jetzt alle drei nacheinander, kann ich mir vorstellen, hat man erstmal wirklich genug von dem ganzen Genre, vom God of War Genre. Ja, das ist so sollte es übrigens heißen. God of War. Ja, das nee. Dann hast du doch eben deine. Nicht. Ja, gut, lass uns mal von God of War zu einem anderen Spiel gehen, was nicht genau in dieses Schema passen würde. Alles was klar. Ich auch unter Action so Adventure. 27 Minuten nach Start haken wir mal das erste Spiel ab und gehen zum nächsten von 50. Nee, das kriegen wir alles gut hin und das kriegen wir auch schon. God of War hat natürlich viel Zeit in Anspruch genommen, aber die benötigt es auch. Okay, das wir haben im Grunde ja auch 2,5 Spiele abgehandelt. Ja. Genau. Die andere Serie, also auch eine andere große Serie, die dann wieder aufgelebt ist auf der PS2, natürlich auch auf Xbox und PC, aber PS2 primär, waren die Prince of Persia Spiele, die natürlich aus den Anfang der 80er in die 90er rein, wo man es noch kannte, als diese klassischen superschweren 2D-Sachen, die nachher dann Spiele wie Flashback oder Blackthorn und wie der alle heißen. Die fand ich schön. Ich liebe so was Flashback. Heute wäre ja Limbo, geht ja eher Limbo schon wäre ein bisschen in die Richtung dort gewesen, genau. Und Prince of Persia war eigentlich eine Reihe, die weg war vom Fenster. Es gab so 3D-Versuche auf dem Dreamcast, auf dem PC weiß ich noch, Prince of Persia 3D, was so halbgares Zeug ist, Hauptsache 3D-Grafik. Und dann kam auf einmal, 2003, 2004, glaube ich, muss es gewesen haben, Prince of Persia Sands of Time. Und, oh, cool, es gibt Prince of Persia wieder und es ist geil. Ja, und es war geil, es hat Respekt gehabt, ich weiß es noch von damals, weil das fand ich auch noch sehr geil, danach hat es irgendwann nachgelassen, so wie bei Tony Hawk oder so, irgendwie der erste war noch, auf jeden Fall,
fand ich, es hatte Respekt vor dem Original auch, es hat es gut versucht umzusetzen und hatte nicht auch der erste dann dieses Zeit-Feature schon? Ja, genau. Das Weil war das war ja wohl mal fett damals. Sehr gut, ja. Ja, und auch alles eingebaut, nicht nur das, also das Zeit-Zurückspul-Feature, was natürlich dann auch jetzt bei etlichen anderen Spielen dann nochmal gemacht wurde und Braid und Blinks und wie die dann alle heißen, wo du dann mit Zeit herumspielen kannst. Das eingebettet in clevere Rätsel, in, ich glaube, die Kämpfe haben sogar mal gut funktioniert dort, was es ja nicht immer dann gegeben hat. Die haben mehr Spaß gemacht als im Original, also da waren die wirklich scheiße. Und es war eben nicht nur die auf knallhart dann ausgelegt, es war wirklich so eine schöne, ja, ein bisschen so ein Aladdin-Spiel fast, wo ohne Aladdin selber drin. Also was die da schon ganz gut machen konnten, ein wichtiges Feature war neben diesem Zurückspulen und den schönen Kämpfen war ja auch so dieses ganze, also diese aufwendigen Animationen des Prinzen und dieses Kletterzeug, dass man halt tolle Kletterlevels vor sich hatte, wo man den Weg schon selber rausfinden musste und wenn es in die Hose gegangen ist, dann hast du halt zurückgespult und man hatte halt auch so viele Bewegungen, weißt du, so an Vorspringen festhalten, um Seilen drum, Säulen drum, ich habe heute echt Probleme im Reden, ey. um Säulen drum rumschwingen oder keine Ahnung, mit dem Dolch in den Vorhang rein und runterrutschen und so. Also, ja, halt so ein typischer Höhe-Hindernislauf. Genau, ja, so ungefähr, naja, Mirror's Edge ist ja das jetzt aus der Ego-Perspektive. Oder jetzt, da hättest du gesagt, Lara Croft Tomb Raider inspiriert. Ja, genau, aber das Tomb Raider ist nie so weit gegangen. Nee, genau. Also Tomb Raider war ja immer so ein sperriges Ding, weißt du, wo man dachte, okay, spielen, indem man klettern muss, die sind halt mal so sperrig. Da funktioniert das nicht immer so gut, dass man sich irgendwo festhält und so. Und das hat halt Prince of Persia quasi evolutioniert, kann man das sagen, dass da alles viel einfacher ging, weißt du, dass man einfach sicher sein konnte, der Held springt an die Kante und dann hält er sich auch fest. Und ich glaube, die hatten da auch im ersten, vielleicht irre ich mich aber auch, so eine geile Stoffphysik oder so. Irgendwas war da, dass man Stoff irgendwie cool umsetzen konnte. Es wehte so rum, irgend sowas. Ich war auf jeden Fall damals beeindruckt, aber vielleicht war es das Zweite. Es war auch, also ich fand damals auch ein beeindruckendes, auch wenn für damalige Verhältnisse fand ich es ein bisschen kurz, das Spiel. Also du hattest so 12, 13 Stunden oder sowas. Ist natürlich mittlerweile, würdest du sagen, boah, geiles langes Spiel. 12 Stunden, oh nee, das sind ja drei Spiele. Das sind Sensibilitäten, die damals vorgeherrscht haben, aber es war ein echt gutes Erlebnis, das echt gut zusammengefasst wurde und hat von Anfang bis Ende dort Spaß gemacht. Was ich dann ja auch ein bisschen schade fand, es hat sich damals ja gar nicht verkauft. Nee. Ne? Das ist total super gefloppt damals. Ja, die Marke ist einfach auch zu alt gewesen. Also das kannte nicht mehr jeder. Genau, und die Marke selber hat nicht gezogen und Ubisoft hat auch leider wenig getan, um dass die Leute dann sagen, ey, was für ein cooles Ding wir da gerade da haben. Und darf ich auch mal was sagen? Ich finde auch eine dicke MG, die mit meinem Arm verwachsen ist, als Beispiel wesentlich cooler als so einen blöden Krummsäbel. Krummsäbel, der Säbel das, der Zeit. Ja, ich kann verstehen, dass Persien jetzt nicht so das Setting ist, wo sich alles verkauft. So. Genau. Ja, muss man auch mal sagen, ist halt auch Style. Das ist generell bei Ubisoft-Spielen so, die sind ziemlich aufwendig oft gemacht. Die gehen manchmal auch technisch irgendwie nach vorne und zeigen anderen Spielen, wo es lang geht. Und die haben auch viele gute Ideen immer und so. Und die sind auch. Kommen wir gleich noch zum Evil zum Beispiel. Genau. Man gönnt den meisten Spielen nicht, dass sie irgendwie verkaufszahlenmäßig abkacken, aber oftmals. Ja, also mir geht's so, dass ich Ubisoft-Spiele so nur schätze, aber mich nicht drum reiße, sie unbedingt zu spielen. Weißt du, und das ärgert mich dann manchmal selber. Es ist schade weil die echt gute Sachen haben. Genau. Aber man darf auch nicht sauer sein, weil sie kriegen es ja dann wieder mit den scheiß Rabbits. Also so ist nicht so, als ob Ubisoft verhungert, weil sie kriegen dann für sowas Blödes wie diese Rabbits, kriegen sie halt viel Verkauf. Ja, natürlich, die Rabbits haben da viel Verkaufen Auswahl. Verkaufen die sich nicht gut? Ich dachte immer, die wären sehr erfolgreich, dachte ich. Nee, die sind auch erfolgreich und jetzt speziell, also der größte Seller mittlerweile ist ja Assassin's Creed. Ja. Da hat man ja gesehen, der wurde rangeholt durch den Vorbau von Jade Raymond und mit dem zweiten Teil wurde sogar eine Serie draus. Vielleicht ist diese Frau wahnsinnig klug und nur aus Versehen, so wie ich, hübsch. Und weißt du, und das wird ihr zum Verhängnis. Das ist es wahrscheinlich. Also bei den MTV Game Awards vor 2 Jahren, da war sie ja zugegen, wo der Kojima ständig mit ihr geschäkert hat. Ey, jeder hat um diese Frau rumgeschäkert. Es war wirklich so, ich spüre ihre Präsenz. Ich stelle mich einfach kurz daneben. Und der Witz ist, wenn sie da ist, fühlt man sich noch mehr wie ein Nerd, als wenn es eine normale Frau ist. Weil sie ist halt diese Grazie und sie ist halt Nerd. Ach. Also sie wirkt wie einer. Hm. Aber es könnte auch ganz geschickte PR gewesen sein, so der Palin-Effekt oder so. Wahrscheinlich. Warum hat die denn mit 2 jetzt nichts mehr zu tun so. Weil, die geworfen hat währenddessen. Was? Das erklärt einiges. Ja, also, die hat ja auch einen Kerl. Ja, genau. Oder mindestens einen.
Ja, aber bevor wir hier weiterfrusten, genau das, was du ausgeführt hast, Trant, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, zu dem Paradebeispiel, was es angeht, Spiele, die dann wirklich von Ubisoft gar nicht beachtet wurden. Prince of Persia hat ja nochmal die Kurve dann gekriegt, weil es ist, glaube ich, die Geschichte dahinter war, dass es dann irgendwann mal wirklich billig rausgehauen wurde und dann einfach durch die hier Word of Mouth, würde man, glaube ich, mittlerweile sagen, dass die Leute gesagt haben, hey, schau dir Prince of Persia an, das gibt's jetzt billig, war ein gutes Spiel, hat sich verkauft und auf einmal kamen die ganzen Sequels, es gab Warrior Within, was nicht so ein gutes Sequel war, und mehr Grunge und Action und der Prinz hat, die Tussi vom Prinz trägt ein Metallbikini. Und dann, war das schon der Teil, wo er böse werden konnte mit seiner Kette und so weiter? Ich glaube, das war das. Das war der, glaube ich. Genau, beim zweiten Teil war da irgendwas von wegen dem Bösen. Genau, da wurde er verfolgt von dem Bösen die ganze Zeit. Irgendwie sowas, Nemesis-Teil. Ich weiß es nicht mehr genau. Im dritten Teil gab es den Schattenprinzen. Der wurde dann gewechselt bis zwischen den beiden hin und her. Den gab es, glaube ich, sogar im Original, wenn ich mich nicht recht irre, gab es im allerletzten Level auch so einen Schatten von einem selbst. Fällt mir nur gerade ein. So als Legend of Zelda Parallele. So eine nette Hommage, wenn man so will. Wenn das überhaupt so stimmt. Mittlerweile Prince of Persia natürlich hier Millionen-Dollar-Film, 200-Millionen-Dollar-Film gemacht raus. Ist der denn wenigstens gefloppt? Weil ich glaube, der ist halb gefloppt. Ziemlich mies, oder? Der hat in Amerika hat er Mittelmies. Nicht so viel. Ja, in Amerika hat er, glaube ich, 90 Millionen Dollar eingespielt von 200-Millionen-Dollar Production Budget. Nee, oder? Aber so teuer war der? 200 Millionen Dollar hat er gekostet. Das ist so einer der teuersten Filme. Damals war für mich immer so die krasseste Zahl, irgendwie 100 Millionen für Terminator 2. Das war auch schon krass. Ja, aber wie geil ist denn noch Terminator 2? Man möchte nicht meinen, dass man noch mehr braucht in einem Film an Sachen. Die Effekte, klar. Heute, ja, aber dann so schmelzendes Metall wird teurer mit den Jahren. Inflation, ne? Okay, das ist natürlich wahrscheinlich, waren die Effekte halt einfach scheiße es, teuer. Genau. Es, aber trotzdem müssten 100 Millionen noch reichen für einen Film. Ja, ich glaube wahrscheinlich 100 Millionen. District 9 hat 30 Millionen. 100 Millionen sind dafür draufgegangen, dass Jake Gyllenhaal nach einem glaubhaften Actionhelden aussieht. Ja, das war wirklich schwer, die Implantate drauf zu tun. Oh Scheiße, habe ich jetzt, muss ich kurz mal sagen, weil das wird einfach die Welt des Kinos verändern. Du kannst jetzt digital jemandem halt einen geilen Oberkörper machen. Habe ich ganz schlecht auf Bild.de gesehen. Aber es waren so Videos von so einer Software, die benutzt wird, aus irgendeinem deutschen, wahrscheinlich mit fetten Leuten bevölkerten Institut. Ja. Und wirklich so, da hast du eine Szene gesehen und rechts hast du die Veränderte gesehen und er hat halt einfach ein Sixpack und Muskeln. Krass. Die haben quasi alles dicker gemacht an den richtigen Stellen. Das ist eine Software, die den Body misst und dann an den richtigen Stellen zum Beispiel an der Schulter einen Penis hinsetzt, wenn das so programmiert ist. Ja, kannst du sagen, in die Software tippst du einfach ein, bist du Links- oder Rechtsträger und die macht da alles von alleine. Ich wollte es nur gerade mal erwähnen, weil der hat tatsächlich sich ein Ohrchen, also als ich das Bild gesehen habe damals, eher am Set dachte ich, okay, Respekt, er hat sich Mühe gegeben. Er hat sich Mühe gegeben. Oder die Grafiker haben sich Mühe gegeben. The war has arrived at the gates of Hillis. This peaceful mining planet in System 4 is now completely encircled by the Dom's Armada. General Keck, Supreme Commander of the Alpha Forces, would like to take this opportunity to address a final message to the population. Loyal Hillians. The impending battle will be a difficult one, but thanks to the Alpha Section. Also das als vorgegriffen zu Prince of Persia, was du gerade eben ausgeführt hast, Trant, passt perfekt eben auf einen anderen Titel, der auch zu einem meiner persönlichen Lieblingstitel auf der PS2 und speziell auf der Xbox 1 herrscht, Beyond Good and Evil. Wo ich dann, Trant guckt ein bisschen. Ich mochte es nicht so. Du hast es aber durchgespielt, oder? Das hätte ich jetzt aber auch getippt, dass es Trant nicht gefallen hat. Allein dieses Schwein fandest du scheiße, gell? Das ist doch super, das Schwein. Page und Jade hieß sie, glaube ich. Jade. Ja, auch so ein Ding, wo ich die, diese Charaktere zum Beispiel, das schätze ich alles, weißt du, ich finde es gut, wenn sich da die Leute Gedanken machen und irgendwie. Nee, oh scheiße, ich habe keine Gedanken dazu. Also ich weiß einfach, was hat dich abgefuckt dort? Wie war das denn nochmal? Man läuft da rum. Also es man kann auch kämpfen, man fotografiert. Es gab noch diese Reporterin. Genau. Dann gab es noch diese Luftkissenboot-Sequenzen. Ja, also Beyond Good and Evil ist Open-World-Sequenzen. Genau, und dann auch noch zusätzlich so Stairs-Sequenzen, die dann mit dabei sind. Und es gab diese böse Welt, sage ich mal, also eine zweite Welt, die dann halt so auf dich so runterstürzt. Auch zum Beispiel. Eine coole Idee eigentlich. Also so, das kam quasi Angriffe aus dem Nichts, so, wo man auch nicht wusste, wann was kommt. Und es gab sowohl in der Open World als auch in den normalen
Leveln, Missionen, wie auch immer. Es gab ja kein Level in dem Sinn. Es gab Orte halt. Nö. Es war effektiv wie so eine Art europäisches Legend of Zelda, hatte ich immer das Gefühl ein bisschen. Es hatte einen gewissen Zelda-Touch mit etlichen vielen Gameplay-Elementen, die mit reingetan wurden, wie er ausgeführt hat, mit Fotografiergeschichten, mit Stealth-Elementen. Gemacht wurde es von dem Rayman-Erfinder und später dem ersten Raven Rabbids-Titel, Michel Ancel, der zu, glaube ich, einem der kreativsten Programmierer oder sowas dort gehört. Und da hat man gemerkt, da war eben wirklich so ein bisschen mehr, ja, okay, es hört sich wieder klischeeverdammt an, ein bisschen mehr Liebe einfach in dem Design und alles drum und dran. Ja, das Design kann man echt streiten. Ja. Also ich habe das damals gesehen, dachte mir auch so beim ersten Auftritt von dem Schwein, Spiele-Design und nicht wie eine War der Page nicht ihr Ziehvater? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich wurde von einem Schwein aber ich fand zum Beispiel, ich fand den Grafikstil ganz schön, so diese seichten Pastelltöne und diese coolen Lichtstimmungen und so, das war eine Welt, in der man sich gern rumgetrieben hat, finde ich. Ich fand es schade, dass die Open World ziemlich geruckelt hat. Das hat vielleicht auch Leute abgeschreckt, so, weil das kommt ja dann irgendwann der Moment und dann ruckelt es und dann denkt man sich, okay, ist vielleicht doch nicht mein Spiel. Ja, wenn die Leute es bis dahin leider überhaupt gespielt haben. Ja, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie war der... Also ich finde es ja auch toll, aber ich habe auch irgendwann aufgehört. Also nicht, weil ich das Spiel nicht mochte, sondern einfach, weil es mich irgendwie, es war ein bisschen zu viel, es hat mich aber auch nicht so sehr gereizt und teilweise war das, der Rhythmus nicht so, hat mir nicht so gefallen zwischen den Sachen, die ich cool fand und dem Rest dazwischen. Und für mich waren es auch, dass die einzelnen Elemente nicht wirklich für sich genommen gekickt haben. So. Zum Beispiel jetzt Kämpfe waren halt relativ flach, glaube ich. Dann dieses Schleichzeug war okay, aber war jetzt auch eher so ein Ding, wo ich gedacht habe, ach nee, komm, lass mich doch jetzt mal nicht schleichen. Oder weißt du, wenn dann lieber richtig wie bei Splinter Cell, wo wirklich alles darauf ausgelegt ist und dann mal eine Schleichmission, das ist damals ja schon schnell irgendwie, hat sich das abgenutzt. Also das war jetzt auch nichts, was mich geflasht hat. Mir sind wenige Sachen im Gedächtnis hängen geblieben, die mir richtig Spaß gemacht haben. So, es war viel drin, aber nichts richtig. Ja, finde ich schade jetzt, weil ich habe das, also ich habe es durchgespielt damals. Es ist damals. Auf jeden Fall nicht kein schlechtes Spiel, sondern auch schon, ja, es hat ja eine unglaubliche Fangemeinde. Also es hat ja eine sehr treue Fangemeinde. Ich glaube, nur die Fangemeinde von Otto oder ja, so. Also alle fünf, die es gespielt haben, finden es auch toll. Also die sich da auch bis zum Ende gebracht haben wahrscheinlich. Ich habe trotzdem nicht bis zum Ende gespielt. Ja. Aber kommt denn jetzt die Fortsetzung eigentlich oder war das so Luftloch? Nee, ich glaube, sie kommt nicht mehr. Also super, der Trailer ist das, was schade dran gewesen ist bei Beyond Good and Evil, wenn du dich, also die Formel, wenn sie funktioniert für dich, wenn du es durchgespielt hast, alles schön und gut. Es hat mit einem fucking Cliffhanger geendet. Und dann war es natürlich ähnlich, die Shenmue 2 Situation. Wie geht das Spiel weiter? Nee, es hat total gefloppt. Es wird nie wieder eins geben. Dann kündigt Ubisoft trotzdem den zweiten Teil an. Ja, und alle sind richtig begeistert. Zeigt einen coolen Render-Trailer, der ungefähr ist, wie Uncharted 2 dann geworden ist, mit so durch Häuser springen und rumjagen und so machen. Hat Ubisoft mittlerweile leider gecancelt. Es gibt aber ein HD-Remake, was angeblich auf PSN dann kommen soll. Das jetzt so erfolgreich sein wird, ich glaube, das braucht man auch nicht unbedingt. Das wird ein bisschen so sein, leider. Ihr habt schon ausgeführt, ich kann euch jetzt auch nicht widersprechen, wenn ihr sagt, dass die einzelnen Elemente jetzt nicht wirklich dann herausstechend waren. Für mich hat es die Mischung gemacht. Und das Universum, wie es funktioniert, und ich glaube, es wird so ein bisschen wieder so, das Spiel fand ich damals so toll. Das ist ja gar nicht mehr so super toll, wenn man es dann heute dann nochmal sieht. Na, und man muss schon dann das damals gespielt haben und auch wirklich dann es muss Klick gemacht haben, damit man dann auch den Reiz dort hat. Das ist auch nichts, wo ich dann sagen würde, das ist so, du musst es jetzt unbedingt spielen, weil ansonsten hast du dann Gamer-Kultur verpasst. Das ist so ein Teil, was bei dir hängen bleiben kann und man sollte es vielleicht mal angucken. Also es ist schon was einem im Gedächtnis bleibt, so finde ich. Ja, natürlich. Ihr habt ja auch recht. Wenn das HD-Ding da ist, kann man es, denke ich mal, sich mal angucken. So teuer wird es dann auch nicht sein. Aber ich finde, es lohnt sich nicht, Spiele zu spielen, wo man schon weiß, es hat einen Cliffhanger und der zweite Teil kommt nicht. Ja, da hätte ich dann schon jetzt keine Lust mehr. Der ist auch sehr mit der Pistole draufgeschossen, der Cliffhanger. So, eigentlich könnte ja alles jetzt los sein und dann passiert da noch was. Und nur um dann einen zweiten Teil sozusagen dann anzuteasen. Beyond Good and Evil leider damals nicht sehr besonders erfolgreich gewesen. Ein anderes Spiel, was leider auch von den Verkaufszahlen gefloppt ist, aber auch zu einem meiner Lieblingsspiele auf der PS2 zählt, war Okami. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das gespielt habt, ansonsten werde ich nur kurz ausführen dann.
Ich habe dir immer über die Schulter geguckt, während du es gespielt hast. Mhm. Selbst aber habe ich nur ein bisschen gespielt. Ja, ich habe es mal probiert zu spielen. Lass doch mal. Eigentlich ganz geil, oder? Aber ich, wie gesagt, nicht mal ja, uns hat es offenbar auch nicht, nicht gepackt. So, Wo habe ich das denn? Man darf es, glaube ich, gar nicht sagen, wenn es von den Leuten, die das jetzt auf dem PC-Emulator laufen lassen und die alle so begeistert davon sind, wie geil das aussieht. Ja. Weißt, das war für mich nämlich damals auch ein Grund, dass ich den Stil zwar interessant fand, aber ich glaube, ich habe es auf der PS2 dann oder was? Auf irgendeiner Konsole habe ich es versucht zu spielen. Ich fand es wirklich sehr, sehr ungeil, also sehr hässlich auch. Und da ist das dein Ernst wirklich trans? Ja. Für mich ist das eins der schönsten Spiele, die ich gemacht habe. Ich habe die schlechtere Version gespielt von beiden. Ich glaube, da gibt es auch noch eine schönere davon. Dann hast du die Wii-Version gespielt, die ist nämlich nicht ganz so gut. Okay, dann wird es das gewesen sein. Ich fand es unglaublich wischiwaschi so. Also, gut, Okami, um das kurz auszuführen, Okami ist effektiv Legend of Zelda mit dem Wolf als Hauptcharakter. Ja. Was natürlich sehr lustig war, dass kurze Zeit später ein Legend of Zelda mit einem Wolf als Hauptcharakter rauskam bei Twilight Princess. Aber Okami war so eine Art, ja, eigentlich war es Legend of Zelda als Spiel, nur gemacht eben von dem Hideki Kamiya, der Devil May Cry, Bayonetta, Resident Evil 2 gemacht hat. Mhm. Und da sehr viel reingebracht hat, was meiner Meinung nach bei Zelda gefehlt hat, ein bisschen die Kreativität und der Wille, Sachen auszuprobieren. Ja. Also Okami hatte eine richtig große, tolle Welt, hatte eine Story, die angelehnt war an hier so klassische japanische Geschichte, mit wirklich sehr vielen abstrusen und schrägen Humor mit dazu gepackt. Die Grafik hat mich sowas von geflasht damals, weil einerseits, ich habe das damals gespielt so Ende 2006, wo du eigentlich effektiv ja schon in der Xbox 360-Ära warst, und für mich sah es nicht schlechter aus als ein Xbox 360-Spiel. Okay. Es hat der Stil eben da ausgemacht, und das hat wirklich, obwohl es PS2 war, hat es perfekt funktioniert mit Zeichenfeatures, die du drüber hast als göttlicher Pinsel und so weiter und so fort. Die einzige Sache, die du bei Okami vielleicht ankreiden könntest, wäre, oder zwei Sachen, die man ankreiden könnte, wären einerseits, dass du da ein sehr, sehr doch teilweise zwischendurch langsames Pacing hast, speziell was die Texte angeht, hast du immer auch diese komischen japanischen Brummelstimmen. Echt? Wenn die gesprochen haben die ganze Zeit, das hat viele Leute abgefuckt. Das ist aber auch unnötig, oder? Gerade bei so einem Spiel. Es passt dort meiner Meinung nach, weil es ist auch so dieses so, wie wird man es nennen, ein bisschen so märchenhafte, träumerische, so Fabel. Es ist wie eine Art Fabel, die man dort spielt. Es sieht auch wie ein Märchenbuch eben aus. Und zusätzlich, was dazu kommt, spielerisch innen drin war es, es war simpler als Zelda. Ja, man könnte es so von den Rätseln und von den Sachen her so als Zelda Light bezeichnen. Dafür aber in allen anderen Bereichen ist es echt super gewesen. Es war auch einer der Gründe, auch einer der relativ frühen ersten Game One-Beiträge, die ich damals gemacht habe, wo ich dann extra zur Uni gefahren bin mit einem japanischen Professor, der mir dann erklärt, was die Begriffe Amaterasu und welche anderen Sachen davor gekommen sind, dort drin erklärt hat. Und ist eben ein Spiel, ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal anfangen würde, weil ich weiß, es ist recht langsam vom Pacing her, aber ich habe es damals echt mit Wonne durchgespielt, und auch die 40 Stunden, die es dauert, habe ich auch sehr, sehr genossen. Mhm. Also vielleicht liegt auch das, dass es so ein bisschen gemächlicher ist, liegt vielleicht, also das liegt, nee, der Grund, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich das nicht weiterspielen wollte, weil es hat halt ziemlich lange gedauert, bis ich da mal irgendwas erlebt habe, was ich als nett durchgehen lassen könnte, und vielleicht auch, dass schon im Vorfeld irgendwie immer gesagt wurde, ey, das ist sowas wie Zelda, und das war zu einer Zeit, wo Zelda für mich schon leider an Reiz verloren hat. Ich glaube, der Eddie sieht es genauso, wenn ich jetzt an euren Rollenspiel-Podcast zurückdenke, da hat er auch gemeint, so Zelda war für ihn der Knaller, und als er dann die richtigen Rollenspiele gespielt hat, wo man so viel machen konnte und wo so viele motivierende Faktoren drin waren, da fand er Zelda nicht mehr so cool. Mhm. Bei mir war das ähnlich. Das war so auch diese Gamecube-Ära, da gab es doch bestimmt schon Wind Waker, oder? Wind Waker war damals schon draußen, es kam eben und das, da habe ich auch schon so... Genau, Wind Waker war auch vom Stil her ähnlich, und auch der Aufbau der Welt, das konnte mich nicht mehr begeistern. Diese begrenzten Areale, die... So kleine Dörfchen, die aber nur aus zwei, drei Häusern bestehen, und da steht da eine Person davor, mit der redest du, weißt du, das ist so ein Schema irgendwie, das hat sich bei mir totgerannt. Bei Ocarina of Time war ich dann noch, das war für mich das Geilste, was es gibt, aber danach konnte mich das Zelda-artige nicht mehr begeistern, und Okami hat sich für mich am Anfang gleich so angefühlt wie dieses alte Zelda-Ding, was mich nicht mehr begeistern kann. Du hast natürlich, es ist alles nachvollziehbar und gute Punkte. Wir werden eh auf die anderen Sachen zu sprechen kommen, wenn der Zelda-Podcast mal losgeht. Ja. Kannst dich schon mal darauf vorbereiten in den nächsten kommenden Wochen. Ist schade, dass du ausgerechnet dann auch den Wind Waker, sozusagen Wind Waker im Kopf hattest, weil das ist mit Abstand das schwächste Zelda, was das Spielerische angeht. Ja, ja. Ich meine, ich denke da jetzt auch rein vom Stil her einerseits an die Figuren und auch an diese Schneckenpuffwölkchen. die hat das ja damals quasi erfunden. Mhm.
Ich glaube, so ähnlich sah das doch auch bei, sahen die Effekte doch auch bei Okami aus. Die waren, ja, die waren ein bisschen ähnlich gelagert, einfach weil es eben dieser japanische, ich glaube, wie hieß es? Sumi-e, der japanische Tusch-Zeichenstil oder sowas gewesen ist und dann das Spiel komplett darauf bezogen war. Und Wind Waker ist natürlich auch ein eher Comic-Cell-Shading-Stil, dass natürlich das in ähnliche Richtung geht. Ich würde auch sagen, heutzutage, man kann sich die Wii-Version mittlerweile holen, die leider ein bisschen schwächer ist als die PS2-Version. Hat zwar 16:9 verglichen mit der PS2-Version mit 4:3, aber die Leute, die es umgesetzt haben, haben einerseits ein bisschen Ruckler hier reingebracht ins Spiel. Die Farbintensität haben sie damit rumgespielt, dass es teilweise ein bisschen komisch wirkt. Und was mich sehr, sehr gewundert hat, es funktioniert schlechter mit der Wii-Mode zu zeichnen als mit dem PS2-Pad. Was irgendwie schon ein bisschen lächerlich ist, wo jeder gesagt hat, das muss eigentlich auf der Wii kommen damals. Ja, ja. Dann kam es auf der Wii und da war es schlechter als auf der PS2. Wie kann sowas passieren? Ja. Man weiß es nicht. Wie gesagt, leider eben ein Titel, der dann begründet hat, dass das Clover mitgeschlossen hat, obwohl er eben so gut war, hat er sich leider nicht so gut verkauft. Mittlerweile machen die ja Bayonetta und Vanquish und alles drum und dran. Mhm. Und ich würde mal hoffen, dass die vielleicht wieder was in Richtung Action-Adventure machen oder in Richtung Zelda-Stil, weil das haben Camilla und die anderen Leute da auch echt gut drauf. Also Sega hat ja gerade mit Platinum Games so ein Vier-Titel-Deal. Also es ein gab neuer jetzt, Vier-Titel-Deal? Ja, oder was heißt neuer? Ich meine, der erste war Bayonetta. Also die haben, der zweite war Vanquish und da kommen dann noch zwei weitere die haben, von Sega. Also die haben ja schon einiges gemacht. Die haben ja Bayonetta Infinite Space, gab es für den DS. Ihr wisst, was ich meine? Mad World, ich sag's einfach, das war der erste. Ich habe gerade ein Coming Soon. Biometa. Entschuldigung. Finde ich gut. Stimmt, also eigentlich müsste jetzt noch ein Platinum-Titel kommen für Sega. Müsste, und genau. Und ich meine, weiß man schon, was es ist? Ich weiß es noch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt ja hier, hier der Mikami-Titel ist ja mit EA, Shadows of the Damned oder sowas. Ne? Mikami macht ja jetzt nicht mit Sega den nächsten zusammen. Der gehört ja auch zu Platinum Games. Der hat seine eigene Firma. Hat er mittlerweile seine eigene? Ja, jetzt ja nicht mehr, sondern der wurde ja gekauft von Zenimax, glaube ich. Ach, ihr habt alles, mich verloren auf alles, jeden Fall. Alles komplizierte Scheiße, aber das sollte erstmal genug zu Okami sein. Ich würde jetzt zu den beiden Action-Adventures gehen, oder na gut, wenn man sie als Action-Adventures bezeichnen würde, aber die beiden Sachen von Team Ico. Quasi auch, Sony-Spiele-Output auf der PS2 mitdefiniert haben. Die heißen so, oder was? Also einige sagen Ico dazu, ich sage Ico. Okay, ja, aber die heißen Team, auch so. Team Ico, genau. Genau. Team genau. Jager Development. Nee, Jager Development heißt ja, also jetzt. Der Chefentwickler ist dort der Fumito Ueda. Okay. Wahrscheinlich ein ziemlicher Exzentriker, so wenn man von seinen Spielen aus dann zu deuten hat, der natürlich gewisse Visionen hat, wie er es umsetzt. Und die haben bisher auch ja wirklich nur zwei Spiele gemacht mit Ico und Shadow of the Colossus und jetzt dann eben irgendwann in den nächsten 12 Jahren mit Last Guardian, wenn es mal rauskommt. Das ist so eine ganz komische. Keine Ahnung, wie können die denn so wenig Spiele rausbringen und trotzdem noch da sein? Und wie können die so wenig PR machen, sage ich mal? Und oder haben sich die Spiele von denen gut verkauft? Die sind so, also, die sind so versteckt, weißt du? Also, das ist so ein unauffälliges Team oder so ein generell so publikumsunwirksam. Stille Künstler. Ja, genau. Und trotzdem gibt es die noch. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie das stille Äquivalent von so einem Kazunori Yamauchi bei Sony. Das ist der Chefentwickler von Gran Turismo 5. Der lässt sich ja auch für alles ewig Zeit. Okay, der hat auf jeden Fall auch Zeit.
Der hat es halt, der weiß, der kann sich die eben nehmen, aber der funktioniert oder operiert auf einem anderen Level immer volle Pulle, volle Lautstärke, wenn da was kommt. Es gibt ja selbst über den AAA-Titeln gibt es ja noch eine andere Ebene für Prestigeobjekte, so Sachen, denen man Geld gibt, damit sie halt irgendwann was machen, worüber man 3 Jahre dann redet und später darauf verweisen kann und so. Weißt du, Gran Turismo ist so ein Titel, auch wenn es gleichzeitig natürlich AAA ist so. Und die beiden auch. Also ich glaube schon, dass bei Sony und auch, dass man, guck mal, in der ganzen Presse weiß schon jeder, dass die richtig gut sind. Da ist es deutlicher, finde ich, als bei einem Beyond Good and Evil oder anderen Titeln, absolut, die sich nicht verkauft haben. Ich glaube schon, dass es sich langfristig gelohnt hat. Absolut, und da ist auch nochmal so ein kreativer und fast schon künstlerischer Anspruch, der dann dort hintersteht. Katamari ist ja genauso, ist ja auch so ein etwas kreatives, künstlerisches Spiel, was sich aber auch nicht verkauft. Und trotzdem, die Fangemeinde liebt diese Serie halt so. Speziell, um auf, sagen wir mal, Ico jetzt dorthin zu gehen, was ja das erste Spiel von Team Ico dann gewesen ist. Das war ursprünglich mal ein PlayStation-Wein-Spiel. Und ich glaube, das sieht man im Spiel auch noch an. Es läuft niedriger. Hat er Wein gesagt? Ja, ich habe rein PlayStation 1. PlayStation 1. Du hast nicht 1 gesagt. Habe ich nicht? One. PlayStation Wine? Ja, irgendwie so. Vielleicht sollte ich 1 und 1, wollte ich zusammen sagen. War ein PS1-Spiel, eigentlich ursprünglich, wie es entwickelt wurde. Man sieht es auch noch an der, wenn man sich das Spiel jetzt selber anguckt, deshalb freue ich mich sehr stark auf das 3D-Remake, wenn es jetzt kommt. Es ist sehr, sehr dumpf vom Look her, es ist niedrig aufgelöst, es passt aber auch zu dem Feeling und zu dem ganzen Zeug, wie es dann geworden ist. Und Team Ico ist immer ein sehr kleines Team, glaube ich, gewesen. Ne? Die haben nicht so viel Geld gebraucht, aber Sony hat die eben machen lassen und die haben lange Zeit und lange Jahre gemacht. Und da kam eben was dabei raus, was zu meiner persönlichen Ansicht, ich kann es auch verstehen, wenn die Leute komplett drauf haben, ich finde Ico ist leicht überschätzt vom Spiel selber her, weil es ist ein sehr, sehr charmanter und vor allem sehr emotional gut funktionierender Zelda-Klon, der über so 5 Stunden dich auch gut unterhält. Aber ein Zelda-Klon? Es ist Zelda. Nee. Natürlich, es ist 100% Zelda. Echt? Nein, ich weiß jetzt nicht, wie ich da... Also vom Setting her, ja gut, es gibt, ist ein Schloss... Und es ist eine Prinzessin, die du rettest, wahrscheinlich. Also es ist das personifizierte Edle, was man rettet, so die Holde Maid. Aber ansonsten sehe ich das. Aber man ist da doch ganz alleine. Ne? Nein, du hast Jorda ja immer dabei. Also das Mädel hältst du ja. Ja, klar, aber man ist die ja beiden schon so sind alleine. Das ist ja auch so das Setting von denen immer. Ja, alleine, genau, alleine, alleine, so. Alleine. Genau. Allein. Oh ja, Gott, Entschuldigung. Da kommen wieder Erinnerungen hoch. Nee, aber Zelda meine ich in dem Kontext einfach dieses schon wirklich rätselbasierte Gameplay. Du hast natürlich dort sehr viel zwischendurch die, warum du das hast, sind natürlich Gründe, über die man diskutieren kann, dass du dort die Schatten dort bekämpfst und auch diese wirklich absolut geniale Idee, dass du mit dem R-Knopf dann die Hand des Mädels halten musst und dann auch wirklich spürst. Das ist die beste Idee. Ja, wo du auch wirklich, ähnlich wie bei Heavy Rain eben, dass du physisch den Akt dann dort an dem Pad machst und dort involviert wirst innerhalb des Spieles. Aber bei Team Ico ist es so geil, so viel geiler als jetzt bei Heavy Rain, weil es so simpel ist und weil es gleichzeitig auch, das ist ja alles, was du, das ist die einzige Verbindung zwischen dir und dem Mädel, dieser Knopf und auch, dass das Ding vibriert und so, wenn du sie an der Hand hast oder wenn sie dich anpackt. Wenn du, die Bewegung wird dann umgesetzt und du hast das Gefühl, du hast wirklich was an der Hand und du greifst auch wirklich dann. Das ist unglaublich, wie krass ein bisschen Vibration sowas erzeugen kann. Das ist ein Buttondruck und Vibration, aber es ist so, wenn du sie nicht an der Hand hältst, hast du sofort ein bisschen Schiss. So. Ja, weil du musst dich um sie kümmern ständig. Genau. Und du wirst ja auch dadurch, du hast, die Hand ist ja nicht mehr so frei, um die Gegner dort wegzuhauen. Ja. Deshalb musst du dann immer gucken, okay, es ist wirklich perfekt umgesetzt, das, was es dann ausdrücken will innerhalb des Spieles. Dass deine Hand nicht frei ist, um wirklich die Gegner zu hauen. Wenn du sie nicht mehr an der Hand hast, hast du auch immer das Gefühl, oh fuck, oh fuck, also die Message ist, wenn die Frau kommt, verlierst du deine Hand. Oder die Hälfte deines Selbst. Ja. Und dein Geld. Und Schatten wollen dich in Schlunde ziehen. Achso, perfekte Analogie. Wie, also für Scheidung ist es dann. Ja, wie ist denn die Handlung nochmal genau? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch nur die ersten Stunden gespielt. Also aber die Handlung ist dann, es fängt damit an, dass der Hauptdarsteller, also der Junge, ich glaube, der heißt auch Ico. Hornjunge. Der mit den Hörnern, wo ich am Anfang dachte, das ist ein Helm, aber nee, dass die Hörner sind auf dem Kopf mit drauf. Ach so. Der wird von ein paar Menschen in eine Ruine gebracht und dort eingesperrt in einem Sarg. Wegen den Hörnern, wegen oder? Wegen den Hörnern, genau. Also, hätte ich auch gemacht. Natürlich. Weißt du nie, was aus so einem wird, ey? Wenn du jetzt Hörner hattest, dann würdest du im Keller unten irgendwo hausen. Ich würd darum bitten, dass ihr mich in den Keller dann einsperrt. Ja, das würde ja auch keinerlei Sinn machen. Ich glaube, die würden Hörner stehen. Das wahrscheinlich. Ja. Ich hab da noch ein bisschen diesen Nosferatu-Blick dann wahrscheinlich. Ne? Noch ein bisschen Schminken dazu und ach, das ist ganz schlimm. Kann der Tran nicht nachvollziehen.
Nee, der Trans stellt sich gerade vor und lacht sich scheckig. Ja, man würde sie auch nicht sehen unter deiner Kappe. Ja, so, vielleicht jetzt geht's vielleicht weiter. Ja, okay. Nee, also Aiko wurde dort in diesen Sarg eingeschlossen und ja, wohl mit der Intention, weil da sind auch ganz, ganz viele andere Särge, die dort sind. Ist wohl, habe ich immer gedacht, dort, da kommen die Hörnerjungen dorthin und nicht Hauptsache, damit uns nicht Gott Tikutuku uns dann irgendwie straft, deshalb kommen die Hörnerjungen dorthin. Nur Aiko bricht dort aus. Durch Zufall und findet dann eben in einem Käfig Yorda. Das ist dieses wirklich im weißen Gewand gekleidete Mädel, sieht fast irgendwie aus, als ob es von einer anderen Welt stammt, spricht in einer Sprache, die Aiko nicht versteht. Und das ist das nicht immer so? Ja, ist das nicht immer so, dass Frauen in einer Sprache sprechen, wo man nur ahnen kann, was sie sagen? Eben, ja. Und Aiko macht nichts anderes, außer er nickt und nimmt sie an die Hand. Ey, wirklich, ich finde diese Analogiegeschichte, die macht mir Angst. Ich glaube, es geht um was ganz anderes in Aiko, als man anfangs annimmt. Ja, ja. Stimmt. Ist wahrscheinlich so, da gibt es so einen Automatikübersetzer bei Sony, wo die einfach ihre schmutzigsten Sachen dort reintun und die macht so der Fantasy-Übersetzer. Macht ein Spiel raus. Effektiv ist das alles, was du an Story eigentlich mitbekommst und der Rest entsteht ja im Spiel selber durch Situationen, die dort sind, dass eben Yorda, die aus der Sicherheit des Käfigs dann befreit wurde, von Schattenwesen immer entführt werden soll. Und du als Spieler bist natürlich motiviert, du willst einerseits flüchten, aber hast auch Yorda eigentlich an der Backe, aber auch willst auch, dass du sie an der Backe hast, weil sie ist schutzlos wirklich und du willst sie ja dann auch mit befreien. Ja, kannst du ja nicht da stehen lassen. Nee, es geht genau, ja nicht. Das ist es, appelliert an unsere höchsten Instinkte. Nee, wie heißt das? Nicht an die Niedersten. An Testosteron, ja. Ja, das auch natürlich. Aber sie ist halt im Grunde, ist sie ja das Spielziel und du musst es halt zum Ende bringen, also von A nach B bringen sozusagen. Mhm. Und sie ist ja klar, es geht um sie so. Primär, oder? Könnte man sagen. Nee, wirklich, ja, genau. Bist du ja der Gehilfe, der ihr hilft. So, sie kommt da ja allein nicht raus, weil sie so doof ist. Ja, für dich wäre ja die Konsequenz, du willst raus, aber eigentlich wird das ja schon der sekundäre Part und du willst dem Mädel erstmal hauptsächlich. Ja, als Junge würde man wahrscheinlich an vielen Stellen einfach auch besser rauskommen. Einfach. Man könnte wahrscheinlich darum unterstützen, aber mit ihr geht es ja nicht so. Sie ist ja schon sehr behäbig und so. Mhm. Man muss ja oft Umwege gehen und alles, weil sie was nicht kann oder so. Ist es nicht so? Du musst dich auch immer zum Beispiel unten hinstellen, damit du sie auffängst, wenn sie so einen Vorsprung runterspringen will, weil sie das von alleine nicht schafft. Und ich finde es sehr bezeichnend. Es ist natürlich ein Element, was einigen Leuten jetzt nicht so gemundet hat, dass du dort eben das machen willst. Aber ich musste zum Beispiel, was mich auch sehr gewundert hat, bei dem Spiel, wo ich es durchgespielt habe, nie eine Sekunde dran denken, du spielst jetzt so eine Beschützermission. Ja, weil das ist ja so das schlimmste Spielelement, was es geben kann. Ashley! Ja, so Ashley und von Resident Evil und andere Beispiele. Aber dort da habe ich gerne den Beschützer gemacht. Ja, und das auch dann in Kauf genommen und auch dann wirklich tausende Schattenwesen mit meinem Holzstock geklopft. Also, liebe Frauen, haltet euch an Nerds, denn die haben schon Erfahrung im Beschützen. Ja, genau. Liebe, wertes Weib, ich habe Aiko gespielt und ich habe Yorda gerettet. Unter 5 Stunden. Den Nerd machst du beängstigend gut. Gehst du mit mir aus? Nein? Dann gehe ich. Nein oder ja, ankreuzen bitte. Nein. Ja, sag's meiner Mama Bescheid. Okay, nächstes Spiel, oder? Jetzt also kommen wir zum zweiten tollen Spiel. Nach Aiko, ich glaube aber, Aiko hat mehr polarisiert als das nächste Spiel, weil ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen, das haben wir in der Sendung ja auch tausendfach gemacht und es war in unseren Top-Listen drin, auch eines der besten PS2-Spiele und auch vielleicht der besten Spiele, die je gemacht wurden, Shadow of the Colossus, ganz, ganz großes Kino.
Ja. Oh je, da kann der plumpe Trant mit seinen Actionspielen wieder nicht mitreden. Hast du nicht? Hast du nein, nein, ich habe beide nicht gespielt. Nee, Shadow of the Colossus auch nicht. Also, ganz im Ernst. Ich warte, bis die Collection dann raus ist. Dann und hol es auf einem Beamer oder so. Genau. Richtig groß. Okay. Hol es bitte nach, weil eigentlich Shadow of the Colossus ist eins der besten Actionspiele primär. Aha. Ja? Das wird dir so Spaß machen. Ja. Ist fast, du musst es schnell spielen, bevor noch so viele Spiele rauskommen, die sich daran bedienen und du satt hast. Also da habe ich, das ist eins der wenigen Spiele, wo ich sagen würde, da hätte ich Bock, das auch in 3D zu spielen, ehrlich gesagt, weil wenn ich mir da die Kolosse vorstelle, ich stelle einfach nur, wie du hochguckst, so, ey, herrlich. Alter. Es ist, vor allem, es hat diesen Knackpunkt im Spiel und das, ich liebe dieses Spiel auch deshalb, weil es ist am Anfang ist mal allein und so und dann das Ende ist irgendwie auch konfus, aber auch geil irgendwie und in der Mitte hat man irgendwann diesen Punkt, ich glaube, es ist, wo dieser Vogel rumfliegt. So, der fliegt rum und du überlegst dir halt krampfhaft, okay, wie kann ich den jetzt runterholen und draufspringen und ihn niedermachen. Ja. Und das ist so, das ist so ein friedlicher Moment, der tut niemandem was, der fliegt da nur rum und du überlegst dir und versuchst das immer wieder und irgendwann erledigst ihn halt und er stirbt und das ist so der Moment, wo man sich dann denkt, was mache ich hier eigentlich? Und das ist irgendwie ganz cool. Das ist jetzt natürlich jetzt auch nicht, weil er schon auch, darum geht es halt im Grunde vielleicht jetzt gar nicht oder so, oder vielleicht dass man sich Gedanken macht. Aber Ich glaub, es geht wirklich genau um diesen Punkt dann dort drin, um das kurz zusammenzufassen. Shadow of the Colossus, ähnlich wie Icon, eine relativ simple Story. Du fängst damit an, so ein einsamer junger Mann reitet auf seinem Pferd und auch wirklich aggro, ne, das ein Pferd zu dem man eine große Bindung dann aufbaut, allein schon, weil es eben so weit... War damals ein richtig gut gemachtes Pferd. Also für damalige Verhältnisse war das ein gutes Pferd. Es hat zwar jetzt sicher nicht viel von dem Pferd gehabt, so von der Steuerung, es hat wesentlich mehr von dem Pferd gehabt, du hast nicht das Pferd gesteuert, sondern die Zügel. Ja, und das war das Problem, weil man halt ständig an Bäumen und so hängen geblieben ist, aber als Pferdsimulation war das Pferd cool, es war sogar ein bisschen bockig. Ja. Aber man konnte es dadurch nicht so leicht steuern wie in Gun, wo du mit dem Ding rumreitest, als wäre es irgendwie ein Fahrrad. Das ist ja mittlerweile Fahrrad, auch bei Red Dead Redemption ist ja fast schon ein Autofahren. Nee, bei Shadow of the Colossus war es eben, du bist als junger, steter Prinz mit deinem Pferd in einer Ruine angekommen und hattest eine Leiche mit dir dabei. Die Leiche von deiner jungen Angebeteten, ich weiß nicht genau, wie die dann hieß, auf einem Altar ausgebreitet und dann sprach eine Stimme zu dir. Ich glaube, man erfährt gar nicht, wie sie heißt. Es wird auch nicht geredet. Es wird nur in kryptischer Sprache. Der Junge heißt Wanda oder Wanda heißt der Junge auf Japanisch. Es ist im japanischen Original auch Wanda in the Colossus heißt das Spiel. Und diese körperlose Stimme sagte dann, wenn du dein Mädel wiederbeleben willst, dann gehe hinfort und bringe 16 Kolosse um. Das ist alles. Das ist alles, was man erfährt. Ja, es wird, also im Grunde gibt es richtige Cutscenes danach nur sehr, sehr vereinzelt. Gegen Ende des Spiels wird ein bisschen dann Dramatik und sowas reingebracht. Aber im Endeffekt besteht das komplette Spiel aus einer großen Umgebung, wo sich 16 Kolosse befinden, also 16 Riesen, die dort herumlaufen und eigentlich nur ihrem Tagewerk hingehen und sich eigentlich von nichts hören lassen. Ja, so, weißt du, von der Arbeit nach Hause, da kommt so ein Typ und legt dich einfach um. So. Gibt es denn da mehr von denen, als die du umbringst? Oder sind es die letzten Du weißt nicht, warum die dort sind oder die Kolosse interagieren auch nicht miteinander. Es ist wirklich ein sehr, sehr großes, weites Areal, was es gibt und das fand ich da auch sehr, sehr beeindruckend. Es ist einfach dieses Gefühl, viele Spiele, und das ist ja auch sinnvoll, haben immer den Anspruch, die Gegend sinnvoll zu füllen. Das war ja das, wofür wir zum Beispiel bei Vice City gesprochen haben. Da finde ich, die Stadt ist zum Beispiel perfekt, so in allen Ecken designt, dass du dann überall Spaß haben kannst. Bei Shadow of the Colossus hast du eben wirklich ein Areal, wo effektiv eigentlich nichts passiert, zwischendurch drin, zwischen den ganzen Kolossen, wo die sich befinden. Aber es trägt so viel ungemein zu der Stimmung bei, wenn du dann einfach über die weiten Steppen dann dorthin reitest und dorthin und her oder irgendwo hochkletterst, bis du zu dem Koloss angelangt bist. Ich kann das wirklich nicht vernünftig in Worte fassen. Es hat funktioniert, obwohl ich mich eigentlich als Gamer beschissen fühlen sollte. Ja, es gibt ja so eine kleine Glaubensdiskussion darum, warum denn jetzt keine Vegetation und Tiere, als Vegetation ist ja da, aber wenig. Bisschen Tier, aber Tiere sind nahezu gar keine, ich glaube wirklich gar keine bis zum Ende. Es gibt da nur die Echsen, ein bisschen wo Spoilerei du die einsammeln kannst. Ja, am Ende gibt es halt tatsächlich da irgendwie Tiere, das kann man vielleicht spoilern. Und das macht es noch komischer, weil sie haben ja welche designed, warum haben sie da nicht im Spiel? Und die Entwickler, also viele Fans denken, das soll so sein, es soll diese Trostlosigkeit, es passt ja auch gut zu Ico und zum Setting der ganzen Spiele, die machen. Aber die Entwickler haben wohl irgendwo auf die Frage mal geantwortet, dass sie es einfach technisch nicht hingekriegt haben, ohne dass irgendwie, weißt du, es ruckelt oder es zu lange gedauert hätte. Ich bin dann unsicher. Ich fand die Erklärung, nein, das soll so sein, super. Das ist für mich, mehr brauche ich nicht wissen, das passt ja auch. Wie du sagst, es erzeugt ja erst diese Stimmung teilweise.
Absolut, absolut. Und ich habe mich immer ein bisschen so gefühlt, als ich Shadow of the Colossus dann gespielt habe. Effektiv, wenn du Ico und Shadow of the Colossus zusammennimmst, dann hast du ein Spiel, weil Ico hatte keine Bosskämpfe und Shadow of the Colossus ist nur Bosskämpfe. Ja, aber zusammen wäre es vielleicht nicht das gute Erlebnis genau, so geworden. Genau, zusammen wäre es nicht das Erlebnis gewesen, aber es ist vielleicht so, die haben gefühlt, okay, wir haben da einen Aspekt darauf konzentriert, konzentrieren wir uns auf den anderen Aspekt. Und der Aspekt funktioniert einerseits als Abenteuer, als Erlebnis, als emotionales Erlebnis, eben was du erzählt hast, das hat, glaube ich, jeder dann gehabt, dass er irgendwann das Gefühl hat, ey, diese fucking Kolosse haben mir nichts getan. Natürlich, wenn sie dann aufgeschaltet sind und sowas. Ja, das gehört zum Spielerlebnis dazu, dass man sich eben das irgendwann fragt. Dass du dich auch wirklich dann auf einmal schlecht fühlst, weil du so eine digitale Figur umgenietet hast, die dann dir wirklich nichts getan hat und die dann auch wirklich immer theatralisch mit wirklich auch einer der besten Soundtracks, den es überhaupt gibt. Ne? Ja, auch schön. Mit so theatralisch, wirklich melancholischer Musik zusammensacken, tot in sich dann zusammenfallen und dir dann ihren Geist freigeben oder was auch immer du dort dann einsammelst. Wehren die sich denn? Die wehren, ja, natürlich. Das sind, wenn du anfängst, ihnen ein Schwert in den Kopf zu rammen, dann fangen sie langsam an, das nicht mehr so cool zu finden. Ja, im Grunde ist es eben ein Spiel, was aus 16 großen Bosskämpfen besteht. Es ist so ein Boss-Rush-Mode eigentlich. Und dazwischen hast du ein bisschen Reiterei. Ein bisschen Reiterei und alles, der Rest ist Atmosphäre. Und Kletterei vielleicht noch ein bisschen. Was du angeführt hast von wegen der Technik, ist ja auch eben ein ganz, ganz großer Punkt. Shadow of the Colossus ist eben eins der Spiele, die nicht wirklich man als flüssig bezeichnen könnte. Ja, also die meisten Leute sagen ja so, nichts unter 60 Frames oder wenigstens 30 oder 25. 30, 25 sollte es echt schon sein. Shadow of the Colossus, wenn du da wirklich ganz technisch da rangehst, die haben auf der PS2 sehr, sehr viel technisch aufwendige Sachen probiert. Also ich habe noch nie ein Spiel, bis Shadow of the Colossus gekommen ist, gesehen, das so Fell oder sowas so super dargestellt hat. Vielleicht so Conker auf der Xbox oder sowas nett, aber Shadow of the Colossus hatte irgendwie solche ganz, ganz speziellen Techniken, HDR, Lighting, Shading, wie auch immer das dann alles heißt. Es sah super aus, hat es aber erkauft, dass die Framerate da runtergeht. Was ich aber nach einiger Zeit auch nicht wirklich als schlimm empfand, weil du gewöhnst dich daran. Ja, ich fand es nie, natürlich mehr Framerate und so besser, aber ich fand es nie als störend, dass das dann so runtergegangen ist, weil das Spiel hat nicht drunter gelitten. Meistens so, dass man sich irgendwie bei einem Spiel, ich besonders, irgendwie drüber abfuckt, wenn ein Spiel nicht läuft, aber ey, wenn es cool ist, dann gewöhnt man sich ja dran und da fällt es überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Ja, das Wichtige ist das Problem hatten ja auch viele PS2-Spiele, weil man sich einfach irgendwann, hatte man sich halt rangetastet an die Grenze so und genau, hat sich teilweise überschritten. Und Shadow of the Colossus ist weit über, also das sollte eigentlich auf einer PS2 nicht möglich sein, was die dort da rausgeholt das Gefühl haben. Auch. Es war wirklich, das hat auch später noch begeistert, wenn längst irgendwo andere Konsolen bessere Grafik gezaubert haben. Ja. Das ist einfach auch durch die Art, man hat sich komplett auf die Charaktere, auf die Monster konzentriert, so, die sind auch immer unterschiedlich, haben auch alle trotzdem so einen runenmäßigen Stil, also die wirken alle so wie aus einem Guss. Und der Level ist ja das Monster im Grunde. Also klar, es gibt die Riesenwelt, aber der eine Level, das Rätsel quasi, ist ja das Monster. Genau. Wie kommst du drauf? Wie kommst du hoch? Wo musst du lang? Was und musst du dann aktivieren? Und was dann machst zwischendurch du dann? Drin? Genau. Also es war schon geil gemacht. Also es hat immer Spaß gemacht, sich auf das neue Monster vorzubereiten. Und wenn man dann endlich drauf war, das war ein Erfolgserlebnis. Und dann ging es ja noch weiter so. Das ist super. Alter, jetzt kriege ich wieder ein bisschen Gänsehaut einfach. Ja, ich kriege jetzt auch wieder Bock zu spielen. Ich kriege dann auch, die Musik schwallt dann wieder auf, wenn du dann, die dann kommt, wenn du auf dem Kolossus dann drauf bist und dann immer, du fühlst dich dann wirklich richtig heroisch, oh fuck, jetzt geht's richtig ab. Dann und auch wieder dieses Festhalten am Kolossus, wieder dieses wirklich super integriert mit dem Pad. Hat eine gute Steuerung gehabt, kompliziert, komplex, aber es hat funktioniert. Wenn du, da konntest du irgendwann mal später auf dem Pferd reiten, dich währenddessen nach hinten umdrehen, mit einem Bogen spannen und einem Wurm in die Augen schießen, der dich hinterher folgt. Also das hat funktioniert in dieser Steuerung. Es hat funktioniert, besser als in Zelda oder so. Ja, absolut. Absolut. Wann kommt denn die HD Collection eigentlich nochmal? Ich würde jetzt schätzen, ich habe das genaue Datum nicht mehr im Auge, aber ich schätze fast schon in einem Jahr erst. Hä? Ja.
Da fragt man sich echt, warum. Also gut, wenn sie es richtig geil machen, okay, aber wenn sie es einfach nur HD machen mit ein bisschen mehr Fell. Weißt du, ich dachte, die kommt dieses Jahr noch oder vielleicht nächstes Jahr. Ich dachte eigentlich auch, die kommt dieses Jahr noch, aber gut. Ich glaube dieses Jahr nicht mehr auf jeden Fall, aber der ideale Fall wäre, es kommt irgendwann im Frühjahr und dann kriegen wir zu Weihnachten dann Last Guardian. Ja. Das finde ich auch richtig. Ja. Also das sollte nicht gleichzeitig kommen. Meinst du? Schätze ich. Also ich hoffe es mal. Last Guardian, mal sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie aus Last Guardian dann machen, weil mittlerweile kennt man als Spieler natürlich schon wie ein Shadow of the Colossus und Ico funktioniert. Ich meine, jeder hat sofort, als man Last Guardian gesehen hat, spekuliert, okay, das Vieh stirbt. Ja. Ja. Oh, oder der Junge stirbt. Oder beide sind schon tot und Bruce Willis kommt am Ende. Keine Ahnung. Also dass da kein Twist oder irgendwelche solchen Sachen drin sind, aber da bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen. Haben wir auch schon zu Genüge gesprochen drüber. Es hat ja auch immer, das Spiel hat ja auch funktioniert. Es war nie nur ein Augenblender oder so. Das war ja immer auch ein geiles Spiel. Was ich noch sagen wollte zu Shadow, eine Sache noch. Es ist auch eines der Spiele, ich glaube sogar das Spiel, was am ehesten eine Hommage in Filmform bekommen hat. Und damit meine ich nicht einen Film zum Spiel, auch wenn ich den geil finde, aber ich meine jetzt, den habe ich dir mal ausgeliehen und nie wieder bekommen. Ja. Rain on Me. Kannst du dich noch erinnern? Adam Sandler? Habe ich dir erzählt, musst du ach gucken. Ach so, da ist ja, Shadow ja, stimmt. Kacke, der spielt wirklich, es ja immer, ne? Er spielt es aber so penetrant, weil also ein Typ hat seine Frau und ich glaube auch sein Kind oder so bei 9/11 verloren und ist halt komplett down, ist komplett in der Depression versunken und so ein Kumpel oder jemand, den er trifft, versucht ihn da rauszuholen und er sitzt halt immer daheim. Tatsächlich hat er einen ähnlichen Fernseher wie du dran. So eine große viereckige Kiste, wo er die ganze Zeit Shadow of Colossus spielt, was ja wirklich schon zeigt, dass irgendjemand sich dann Gedanken schon gemacht hat, vielleicht sogar Adam Sandler selbst oder der Autor von dem Ding, weil das Ding ja wirklich für diese Einsamkeit steht und gleichzeitig versucht man die Frau wieder zu beleben. Da ist ja irgendwie ein Gedanke dahinter, dass diese Person das Spiel die ganze Zeit spielt. In diesem Film verpackt, so viel Metaebene traut man Adam Sandler, finde ich, gar nicht zu. Also, Adam Sandler hat in Punkten immer, wenn der mal wirklich dann auch wirklich spielen kann und nicht nur blödelt, speziell wie bei Rain on Me, wo das auch eben eine gute Analogie war. Also, lustig ist er da wirklich nicht. Nee, absolut. Aber ich fand die Analogie sehr passend. Es gibt kein Spiel, was man in diesem Film besser hätte packen können. Wenn er jetzt ja die ganze Zeit Battlefield spielt, es wäre nicht das Gleiche. Genau. Du würdest dann einfach den in meinem Film wird er die ganze Zeit Battlefield spielen. Ja, Entschuldigung. Aber Shadow of the Colossus, ganz, ganz große Ding. Und ich glaube, also jeder, der es noch nicht gespielt hat und selbst wenn man es gespielt hat, holt euch die fucking Collection, wenn sie dann draußen ist. Ja, sowas das muss man auch mal supporten. Genau. Shadow of the Colossus war ein einigermaßen guter Verkaufserfolg, weil da war die gute Kritik von Ico hing da noch und es hat mindestens über 1 oder 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Was ich dann doch. Und es sieht auch geil aus. Es ist wirklich aber auch ein Spiel, wo man sagt, das finde ich interessant. Also es ist nicht so abweisend wie jetzt ein Ico, was ja eher ruhig aussieht auch und ein bisschen schlichter. Irgendwas habe ich noch im Kopf. Eine Sache hatte mich geärgert. Ich glaube, als ich damals noch die Maniac gelesen habe, hat die dem eine schlechte Wertung gegeben. Also ja, 67? Ja, doch. So. War das 67 oder war es 76? Oder 67, 73, irgendwas in dem Dreh. War es unter 70? Ja, da kriegen sie heute noch auf den Sack für. Ja, leider. Zu Recht. Man kann sich aber immer mal irren so. Und eine Meinung ist immer noch eine Meinung. Ja, so, natürlich. Aber also, da hätte man schon, also es ist tatsächlich ein Spiel, wo ich das auch nicht unterschreiben kann und auch ein bisschen wütend werde. Okay, das ist natürlich, das ist das, was dir dann hängen bleibt. Wenn du der Sack bist, der Shadow of the Colossus 67% gegeben hat. Ja, das bleibt für alle Zeiten, bist du der Typ. Ach, der war's, okay, mit dem will ich jetzt Gamer sind gnadenlos. Dann lass uns mal zum nächsten Genre gehen, das wir, glaube ich, in der Form auch ein bisschen fixer besprechen können, weil Survival Horror, fand ich persönlich, war auf der PlayStation 1 ein bisschen stärker als auf der PS2 übergreifend gesehen. Wir haben uns dran zusammen mit Wolf ja schon sehr, sehr ausführlich darüber unterhalten, über die Silent Hill Serie.
Silent Hill 2 speziell, das ist immer noch eins der besten Spiele, die je gemacht wurden und auch ein wirkliches Highlight, was es angeht. Silent Hill 3 und 4 kontinuierlich. Da können sie mal eine Collection rausbringen, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ne? Ja, ey, wenn ich jetzt im Wahnsinn von wegen HD Remakes, da würde es mir auch schon reichen, wenn die wirklich die Auflösung mal hochstellen, vor allem, weil Silent Hill 2, 3 und 4 sahen auch super aus auf der PS2. Ja, aber irre dich da nicht, das, klar sah das gut aus, aber so. Also die Texturen waren dann, glaube ich, schon irgendwann nicht mehr fein. Ja, also ich würde sowas heute gerne nochmal spielen, weil damals war mir das irgendwann zu hässlich. Ja. Also ich kann es heute nicht mehr spielen. Schau dir nochmal Silent Hill 3 an, speziell die PC-Version. 3 meine ich nicht. Ich meinte jetzt 1 und 2. Also achso, 1 gehört ja nicht dazu. Eins ist ja wirklich auch okay. 2 aber schon, oder? 2 sieht eigentlich drei immer noch recht gut aus. Nein, 2 sieht recht gut aus. Ich habe es ja probiert auf der Xbox, Gregor. Ja, du hast es ja mir ausgeliehen. Ahnung dran. Ja, nee. Ich, schon wieder muss ich einfach nochmal das sagen. Ich habe echt Bock drauf gehabt. Diese ekelhafte Stimmung ist genau mein Ding. Du machst ja auch ein gutes Monster im Sack. Ja, oh, das wäre das Beste. Danke, Trant, nochmal. Und wenn man dann in die Stadt reinkommt, auch geiles Gefühl und dann kommen aus den Nebelschwaden die Fleischklumpenmonster. Super, super, super. Aber es war echt, rein optisch ist es nicht mal mein größter Kritikpunkt, sondern da war es dann die Steuerung. Ich weiß, aber du kannst dich auch umstellen. Muss das sein? Im Menü. Ja, ist mir egal. Ich habe alles ausprobiert. Das ist ein Panzer vor dem Herrn. Also das ist ja auch was man Resident Evil gerne vorwirft. Ne? Ja. Das ist Panzersteuerung. Was ich sehe. Okay, damit komme ich aber noch besser klar. Ich motze nicht mal über die Resident Evil 5 Steuerung, aber das Silent Hill 2 konnte ich wirklich Silent nicht mehr spielen. Silent Hill war doch nie Panzer. Du hast in die Richtung gelenkt, wo du gesteuert hast. Machen wir hier keine Erzählerei. Die Schlägereien auch so, wie ungelenkt das war. Ja, aber diese. Ich habe gelesen. Gehört dazu, ne? Ich habe gelesen, dass diese Schlägereien laut Entwickler schon bewusst dazu sein sollen. Du bist halt ein normaler Typ, der jetzt nicht, sich auskennt. Deswegen gab es ja auch so einen Aufschrei, als dann jemand, der kampferfahren ist, plötzlich der Charakter wurde, weil dann ähnelt es ja doch plötzlich Resident Evil und ähnliches. Ja, man kann das scheiße finden, aber das gehört wirklich dazu, dass das Schlagen irgendwie, dass man eher ausweichen muss die ganze Zeit und drumherum und dann eben ständig das Gefühl hat, oh, jetzt kommen wieder diese drei Viecher auf der Straße. Absolut. Es ist viel zu viel Aufwand, die umzuhauen. Wo bei vielen Sachen, aber ich würde zumindest gern die Wahl haben, weil dass die Angst, dass die Angst geschürt wird, wenn du ständig Monster um dich drumherum hast und auch wirklich nicht wirklich wehrhaft gegen die bist, ist okay. Mhm. Aber das nimmt mir dann auch doch wieder den Spaß. Meistens versuche ich, die Gegner aus dem Weg zu räumen, um dann halt... Auf welchen Schwierigkeitsgrad hast du gespielt? Wenn ich glaube schon normal kannst, oder normal. Was auch immer. Ich wusste nicht mal, gibt es da andere Schwierigkeiten? Ich hatte mich damals mit dem Dagobert aus Manic Forum drüber unterhalten. Der hatte ja auch damals für die Specs... Psst, den Namen darfst du doch nicht nennen. Der ist doch bestimmt indiziert, der Name. Ach, der ist doch wieder dann entsperrt oder so. Ja, cool. Ach, egal. Weiß, aber er hatte damals auch einen Artikel über das Spiel geschrieben, der in der Specs abgedruckt wurde. Das hatte ich auch im Silent Hill Cast schon mal erwähnt. Aha. Und er geht von der Philosophie dort immer aus, du kannst ja den Schwierigkeitsgrad bei Silent Hill 2 separat einstellen. Für die Rätsel und für die Kämpfe. Stimmt. Und du kannst sagen, ey, die Rätsel auf normal und die Kämpfe auf normal, das ist alles gut, aber es wird als richtiger Survival-Horror, wenn du die Kämpfe auf volle Pulle packst, auf hart, dann wird es nämlich wirklich zu einem richtigen Survival-Horror, dass du dann auch hinter jeder Ecke irgendetwas rascheln hörst und so weiter und dich die Gegner auch wirklich dann umbringen können. Und bei den Rätseln eben kannst du das wirklich so anpassen an dein eigenes Niveau, dir auch das Spiel daraus machen, was du auch wirklich haben willst. Viele haben es leider nicht verwendet, diese Schwierigkeitsgradeinstellung. Also mir hat auch irgendwie wie der Charakter auf meine Eingaben kontrolliert. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Man kann ich war wahrscheinlich einfach mal zu spät und damals hat man darüber besser hinwegsehen können. Ja, aber Dead Space ist ja auch ein Spiel, wo der Typ jetzt nicht wirklich der Allerschnellste ist, aber er reagiert zumindest so, wie ich will, weißt du? Und das Gefühl hatte ich da nicht. Ich kam mir echt ein bisschen dumm vor. So. Aber wir müssen das nicht weiter vertiefen. Ja, also ist ja eine Meinung. Ja. Also die kann man auch. Natürlich. Gibt sicher mehr, die das sehen. Nur es hatte ja auch immer. Das Geile an Silent Hill war ja die Stimmung, das Radio, diese generelle Verwirrtheit, dass das alles wie so ein Traum wirkt. Die Charaktere waren cool. Das wurde irgendwann natürlich auch ein bisschen austauschbar, weil man so viel schon gemacht hatte. Natürlich. Die Stimmung war einfach wirklich, ich hatte mehr Angst bei Silent Hill damals als bei Resident Evil, auf jeden Fall. Weil man war immer so leicht latent schon am Ausflippen, weil dieses raschelnde Radio. Ich will hier raus. Ja, so das war völlig unangenehm, in dieser Stadt zu sein. Und teilweise auch nervig, weil man musste ja viel rumlaufen und dann musste, oh nein, jetzt wieder raus. Und ich fand das richtig anstrengend.
Aber nee, deswegen war, auch genau, geil, genau, aber ich fand es anstrengend. Also ähnlich wie die Leutchen dann für die Team Alco, die wirklich Hintergedanken gehabt haben beim Spieldesign selber, also hatte ich das Gefühl auch bei Silent Hill 2, speziell bei 2 und 3 bedingt auch noch bei 4, dass da einfach Hintergedanken dann gewesen sind, was das Gameplay angepasst hat, dann einfach die Laufwege, die du hast, wie du es erwähnt hast, Simon, das ist auch so ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtkunstwerk. Und Silent Hill 2 ist eben auch noch eins meiner absoluten Highlights. Jetzt aber auch, da haben wir wirklich 2,5 Stunden im Silent Hill Cast dann drüber geredet, ja, und Trant hat sich da auch nicht ausgekotzt. Ich will in Sachen Silent Hill nur sagen, jetzt offiziell bestätigt, dass der zweite Film jetzt kommt, der zweite Kinofilm. Cool. Wird von den gleichen Schreibern, glaube ich, dann gemacht, die den ersten gemacht haben, nicht mehr von Christoph Gans, dem gleichen Regisseur. Aber der wird sich primär um die Story von Teil 3 drehen mit Heather Mason, quasi als mit ihr, zusammen mit ihrem Vater, die dann auf der Flucht vor dem Monster in Silent Hill ist. Ich finde den dritten fast unterschätzt. Also viele, also der dritte hat jetzt keinen schlechten Ruf, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich finde den dritten am besten, stehe ich doch ziemlich dumm meistens da. Das Ding ist, ich habe den zweiten durchgespielt und so, ich habe auch damals irgendwie sogar versucht, das Hundeende zu kriegen, habe dann aber dann doch nicht letztendlich irgendwo aufgegeben, aber das hat mir wirklich gut gefallen, aber wenn man dann überlegt, dass dazwischen ja auch eine Generation so ein bisschen ist, an Grafik, an allem, fand ich den dritten dann, als ich ihn gespielt habe, fand ich ihn sehr geil. Also er hat mir richtig gut gefallen und ich dachte so rückblickend, irgendwie hat er mir mehr gefallen, weil er ein bisschen weniger sperrig ist als der zweite und es war, ich fand die Story auch cool, so wie ich in Final Fantasy 10 auch, es mir besser gefällt als 7 oder so. Das sind unterschiedliche Storys, aber ich fand die interessant so. Ich fand die besser als das davor so. Ja, effektiv ist Silent Hill 3 ja das eigentliche Silent Hill 2, weil es ja an sich fortsetzt, die Geschichte, die dann beendet wurde im ersten PlayStation 1 Teil, und den richtigen Silent Hill 2 ist mehr wie so eine Art Spin-off zu sehen. Wenn man sich das da so vor Augen führt, ich kann es nachvollziehen. Ich finde den Zweier um einiges besser als den Dreier. Den nennen sie auch alle. Das ist ja, ich sag ja, ich bin alleine. Aber der Dreier ist wirklich nicht schlecht. Ich habe ja für beide dann hier für die Website da mal was gemacht, also Musik eingespielt für den Zweier, und ich habe noch ein Musikvideo geschnitten mit dem Dreier. Das ist alles eigentlich geiles Zeug. Und ich habe sogar die Musik selbst eingespielt, habe ich gehört. Ich bin Silent Hill. Ja. Wo war das? Wo wurde das veröffentlicht? Ich weiß es nicht. Bei GameOne.de, Melodien für Melonen, Teil 1 vom Mai 2009. Da gucke ich mal. Schöne Videospielmusik zum Träumen. Ich sehe jetzt schon den Link, weißt du? Ach, hier ist er, wir haben kurz geredet, hier ist der Link zu meinem... Ja. Nee, der Film, du hast auch am meisten Links in deinen Artikeln immer. Ja, ich bin... Das mache ich aber nicht mehr, weil ich gelesen habe, die Leute mögen das alles nicht. Was? Ich finde das super, ganz ehrlich. Ich mache zu viel Aufwand für die Sachen. Ich finde das gut eigentlich, weil dann findet man alle, wenn man sie sucht. Ja, es macht ja Sinn. Komm, scheiß auf die Leute, lass dich doch nicht so beeinflussen. Ich muss ja, aber wenn zwei Leute in den Comments schreiben, das ist scheiße, dann fühle ich mich nicht gut. Ja. Egal, Silent Hill 2, der Film kommt, ich glaube, irgendwann Anfang nächsten Jahres oder wahrscheinlich in Richtung Halloween werden sie es irgendwo hinlenken. Was ich nicht so toll fand, aber okay, das muss man mittlerweile in Kauf nehmen, in 3D. Na gut, da bräuchte ich jetzt nicht unbedingt 3D bei dem Film, wenn ich mir den auch in 2D vernünftig angucken kann, ohne dass jemand dann ständig kommt und die Monsterklaue direkt vorne ins Gesicht dann immer schmeißt. Ja. Dass sich das immer so gimmickmäßig anfühlt. Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas, weißt du, gerade der hier, der Pyramid Head und so, der hat ja dieses lange Schwert. Was ist es denn nochmal? Es ist ein Schwert. Es ist so ein langes Butcher Knife. Also Schere war jemand. Oh, haben wir auch vergessen. Clock Tower, gell? Aber egal. Steht es drauf? Weil der hat doch diese riesen Schere oder einer mit dem Hammer, glaube ich auch. Egal. Clock Tower 3 dann auf der. Müssen wir ja nicht drüber reden. Wenn wir die wichtigen Survival-Horror-Serien durchhaben, werden wir nochmal einen kleinen Mini-Roundup hier haben. Ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Ja, wir werden mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir sind gerade bei Block 2 Anfang und wir haben 80 Minuten. Wir wollten 90 Minuten machen, also jetzt 30 Spiele in 10 Minuten. Also jetzt ganz schnell. Trant, Onimusha. Ja. Achso, super. Habe ich leider den ersten Teil nie gespielt. Ich muss jetzt schnell reden, weil haben alle Leute immer gesagt, der wäre zu kurz gewesen. Und da, wie ich mich immer geil beeinflussen lasse. Ey, wirklich. Ja. Da sagt einer bei Silent Hill 2, ey, da sind so viele Türen, die verschlossen sind. Habe ich nicht gespielt. Dann sagt bei Onimusha einer, ist zu kurz. Habe ich nicht gespielt. Sofort keinen Bock mehr, ey.
aber echt bescheuert. Ärgert mich ein bisschen, weil ich glaube, das war ganz cool. Ich habe erst den zweiten gespielt und den fand ich dann richtig geil. War das der mit Jean Reno? Oder nee, das war der dritte. Der zweite hat dann auch einen anderen Hauptcharakter gehabt. Das war nicht der Samanosuke. Der Samanosuke. Nein, der erste war Samanosuke, war der erste vom Teil 1 und von Teil 3. Und der wurde, der Hauptcharakter wurde verkörpert von dem Takeshi Kaneshiro. Von dem bekannten japanischen Schauspieler. Japanischer Schauspieler. Mhm. Und der zweite Teil hatte dann wieder einen anderen Helden. Der zweite hat, glaube ich, dann Parallelen gehabt zu diesen bekannten japanischen Sagen, da diesen Musashi Miyamoto. Irgend sowas. Ne, und Kojiro, wie die auch immer. Diese japanischen Schwerthelden aus den Sagen, die so der größte Held der Antike dann dort ist. Und den hast du, glaube ich, effektiv im zweiten gespielt mit ein bisschen RPG-Elementen, glaube ich, dazu. Wie man das Spiel jetzt beschreiben kann, die Steuerung ist ähnlich wie bei Resident Evil, dass man eben nach vorne drückt, um nach vorne zu laufen, unabhängig davon, wo du hinschaust. Sondern nach vorne heißt, der Charakter läuft in seine Blickrichtung. Es ist Resident Evil eigentlich. Genau. Zu einer Zeit, wo es kein Resident Evil gab, war Onimusha Resident Evil auf der PS2 in geiler Grafik. Ja. No? Und ja, du bist halt ein Samurai und dementsprechend gibt es halt auch Schwertkampf. Ich glaube, mit nur einem Knopf und Blocken recht simpel und so, aber war irgendwie ganz, ganz spaßig, die Kämpfe zu bestreiten. So mit, dass man da auch ein paar Reaktionen beweisen musste und die Moves sahen geil aus und von den Gegnern hast du Seelen eingesammelt, da konntest du dann wieder neue Sachen kaufen. Typisches Aufleveln halt, was immer zum Spaß beiträgt. Die Grafik war geil, das war auch oft fixe Kamera, auch inspiriert von Resident Evil, wodurch dann halt auch schöne Bambuswälder oder japanische Dörfer dargestellt werden konnten. Es war bis zum dritten Teil, glaube ich, war es gerendert, die Hintergründe, ne? Beim dritten waren sie ja dann 3D. Im dritten, glaube ich, war es 3D schon. Im dritten war es 3D, aber bei den ersten beiden war es gerendert. Und der zweite war echt fix, alles vorgerenderte Hintergründe. Mhm. Ich glaube, so war das, ja. Das war natürlich von der Übersicht her auch manchmal ein bisschen scheiße, aber ich fand, da konnte man sich dran gewöhnen. Das sah dafür schön aus. Es ist eins der letzten so wirklich mit dem vorgeretteten Hintergründen spielen dann gewesen. Auch immer seinen Charme hat, wenn dann diese starren Hintergründe noch animiert werden durch wehende Bäume oder Flüsschen, was da rumfließt. Das sieht dann einfach schöner aus, als wenn man alles aus 3D gemacht hätte. Ja, also zum Beispiel hier, jetzt muss ich gerade überlegen, für ein GameCube, das Resident Evil Remake. Genau. Auf die Art animierte Renderhintergründe, sieht super aus. Kannst du heute noch angucken. Kann man heute noch sehen und die haben so viel Polygone und Texturen frei. Genau, die für die Charaktere. Figuren. Saugeil. Also wirklich, das könnte man ruhig mal öfter machen, aber es ist natürlich zu langsam. Ja. Bilder weiterschalten, das ist ja irgendwie. Ja, mittlerweile 80er. Müsstest du ja alles in den Festplatten dann noch schnell gehen. Ich würde so ein Spiel, wo du auch einmal, ich bin ja gespannt, was heute mit den Konsolenmöglichkeiten zu machen wäre, wenn du einfach gute Videohintergründe oder sowas hast, würde ja auch bei 4-Effekt auf der PS1 nochmal zelebriert, dass du wirklich Videos hattest als Hintergründe und dann was den Aufwand nur in die Figuren selber reintun, was Geiles dabei rauskommen könnte. Ja, das wäre dann echt schön gewesen. 4-Effekt. Steht es ja eigentlich auch mit drauf? Ich hasse 4-Effekt, aber es ist ein PlayStation-1-Spiel. Zwei? Nein, alle beiden Teile auf der PlayStation 1. 4-Effekt 1 und 2. Habe ich hübsch in Erinnerung. Ich dachte, das wäre halt von der Optik her 2 gewesen. Von der Optik hübsch. Ich komisches hab, Spiel. Es komische hat, Spielserie. Es hat mich sehr... Und viel Lesben. Blut, Lesben und ein bisschen wie Killer 7, so ein bisschen manchmal. Zu Onimusha. Stimmt. Was mir jetzt noch kurz eingefallen ist, also nur storymäßig, das waren ja jetzt auch keine normalen Gegner, sondern der Gegner war irgendwie der Nobunaga, dieser große Feldherr aus dem 16. Jahrhundert oder so, der dann aber eine Dämonenarmee beschworen hat oder ein Bündnis mit dem Teufel, was auch immer. Aber was sonst? Ich sag einfach mal, auf sowas stehe ich einfach. Wenn übernatürlicher Quatsch mit ins Spiel kommt, hat mich das gleich gefangen, auch bei vielen Filmen, die irgendwelche kuriosen Begebenheiten darstellen und am Ende sind die Außerirdischen dahinter. Da sagt immer jeder, ach, wie beschissen. Und ich sag so, ja geil, das sind die Außerirdischen, weißt du? Dann fandst du also Indiana Jones. Ich mag Indy 4 auch dran. Indiana Jones 4. Ey, bei Indy 4, da habe ich jetzt mich nicht dran gestört, dass geil, da Aliens. Echt? Nee. Du bist ein komischer Mensch. Ey, ich mag den Film ja auch irgendwie. Ja. Ist eine schöne Szene mit dem UFO am Ende. Aber ich bin da ein bisschen leidenschaftslos, was Indie angeht. Weil, okay. Da würde ich auch gerne das Argument anführen. Indiana Jones hat für mich zu wenig Übernatürliches. Das ist mir zu normal. Ist ein Typ mit Cowboy-Hut und Peitsche. Man braucht auch das Konterargument anscheinend. Ich war auch damals nie so der Cowboy-Indianer-Spieler. Das war für mich alles so altbacken. Es muss schon irgendwie mehr. Es muss der Alien-Cowboy sein, ja? Teufel, Dämonen, Monsterzeug oder irgendwas. Alien vs. Predator. Alien-Samurai. Alien-Samurai. Alter. Alien-Samurai aus der Hölle. Super. Okay. Onimusha, was ich jetzt noch kurz zu sagen will zur Serie allgemein ist, dass mir, da ist mir schon aufgefallen, die Japaner haben es einfach drauf, Geschichten.
Gesichter und Mimiken darzustellen, was den westlichen Entwicklern nie gelungen ist. Man hatte, was ein schönes Beispiel auch ist, ist Metal Gear Solid, der Solid Snake, PS1, der hatte ja, die hatten ja wirklich nur so ein paar grobe Blockpixel zur Verfügung, um Snakes Gesicht zu machen. Genau. Und trotzdem hast du eine genaue Vorstellung davon, was der gerade für ein Gesicht hat. Also, dass er halt so ein tougher Typ ist, der finster reinguckt und cool aussieht. Und ich fand auch zu PS2-Zeiten haben die da wirklich die geilsten Gesichter gemacht, so, wo man, es ist schwer zu erklären, aber wenn westliche Entwickler vielleicht von mir aus in einem Open-World-Rollenspiel versuchen, ein Gesicht zu machen, dann machen die Augenlider, Nasen, Löcher und alles wirkt immer so holzpuppenmäßig, anstatt das Weglassen von Details und sich konzentrieren auf das Wesentliche, was ein Gesichtsausdruck ausmacht, anstatt die das umsetzen. Und das konnten die Onimusha-Sachen immer. Ich war da immer ein bisschen geflasht, wie geil die Gesichter aussehen. Wie Menschen halt. Ja, das sind wirklich kleine, also man nennt dieses Ding ja, glaube ich, obwohl, das Uncanny Valley meine ich jetzt. Genau. Aber das passt ja bei PS2 jetzt nicht wirklich, weil das geht ja darum, dass halt so realistisch ist, dass man... Das passt eher in die jetzige Generation, so dieses Uncanny Valley. Ja, ja, genau, aber das... also ich sehe es genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel mir was gerade wir hatten es gerade in der Sendung. Also Enslaved hat super Gesichtsanimation. Aber das ist Anti-Beispiel. Genau. Ja, nee, ich meine einfach nur, gerade wie du meinst, halt im Grunde dasselbe westliche Entwickler, also Arcania oder jetzt alles Mögliche, was man halt nimmt. Ja, oder auch hier Bloodstone, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Wo klar sind es die originalen Texturen von Daniel Craig so, aber ich habe das gesehen und dachte mir auch so, warum kriegt ihr das irgendwie noch nicht hin? So, da gehört doch mehr dazu als eine Textur und Löcher für Mund und Nase. Das ist viel wichtiger. Die Augen sind zwar furchtbar wichtig. Und das also wird immer als hätte man so das Gefühl, die hätten das Gesicht oder das Vorbild nur rechnerisch umgesetzt, aber eben nicht aus künstlerischem Standpunkt. Als hätte da jemand gefehlt, der das Gesicht erstmal malt oder so. Das ist genau, das ist wie wenn man eine reale Figur versucht als Comic umzusetzen, reduziert man sie ja auch auf die Merkmale, auf die markanten Sachen. Ja. Und das machen die nicht, sondern sie nehmen halt die Textur und packen sie drauf. Damit ist es so das Gefühl. Ja, sieht doch aus wie Daniel Craig, ist genau seine Haut. Ja, aber vielleicht nicht alles so. Du hast natürlich dann mittlerweile mit der hochqualitativen Grafik durch das Uncanny Valley teilweise das Gefühl, du steuerst eine Gruppe von Leichen durch ein Spiel. Und dabei sollte es eigentlich besser werden. Und wie du sagst, früher hat man noch mehr Möglichkeiten, Spielraum gehabt, was reininterpretieren. Ja. Und dann sie wirkt so ein Charakter lebensechter als heute. Ja, die stellen auch den Gesichtsausdruck in den Fokus und nicht die Details, die ein Gesicht ausmachen. Das ist das, was bei Onimusha eben beides zusammengekommen ist. Die Grafikqualität plus eben, dass du so jemanden hast wie Takeshi Kaneshiro, der wirklich ein Schauspieler eben ist und auch wirklich die Emotionalität mit reinbringt und wirklich dann mit einem Gesichtsausdruck mehr ausdrücken kann als mit 5 Zeilen Dialog, die dann dort reinkommen. Ich muss zu Onimusha sagen, ich war vorher auf der PlayStation 1 schon Fan von diesen Samurai-Spielen, die natürlich sowas wie Way of the Samurai oder Ronin Blade und wie die dann alle gehießen haben, die es gab. Für mich war das so die logische Weiterentwicklung mit Resident Evil dann zusammen. Teil 1 habe ich auch sehr gern gespielt. Auf der Xbox gab es ja nochmal das Remake Genma Onimusha mit ein bisschen aufgewerteter Grafik und mehr Sachen, die man einsammeln kann. Simon, kannst du dich an das Wasserrätsel von Teil 1 erinnern? Hast du das gespielt damals? Wie jetzt, von Onimusha? Oder von Onimusha 1. Onimusha 1 habe ich nicht gespielt. Schade, da gibt es ein Rätsel, wo jeder, glaube ich, mindestens 30 Mal dran verreckt ist. Da ist so ein Raum, du kommst rein und der wird auf einmal abgesperrt und da fließt Wasser rein. Und du musst dann ein ganz komplexes Puzzle irgendwie lösen, damit du dort dann rauskommst. Es ist sowas, so Panik kommt darauf, weil das Wasser steigt immer höher und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und die meisten sind einfach dran verreckt und ich bin auch dran verreckt. Das ist ja quasi, kenne ich gerne. Das ist ja das Gegenstück zu dem Resident Evil Schrotflinten Rätsel, wo die Wand von oben, ich meine, da ist es sehr offensichtlich, weil es hängt halt einfach, weißt du, so genau, du nimmst aber es ist auch sehr cool, wie du es bei Resident Evil löst, einfach wieder zurückbacken. Ja, oder die verrottete Alte dahin hängen, aber das klingt schon ein bisschen smarter. Nee, wie du es ausgeführt hast, Trant, dieses Absurde, was bei Onimusha immer dazu gekommen ist, das ist hier speziell bei Teil 3 dann kulminiert, finde ich. Voll. Ne? Wo du dann auf einmal Dämonen reisen ins Frankreich der Gegenwart und Jean Reno reist mit dir zurück in die Vergangenheit. Aber eine coole Idee, oder? Super also Idee. Am Anfang fand ich das sehr dumm. Als ich gehört habe, dass da Jean Reno mit drin ist, der dann irgendwie mit einem japanischen Samurai zusammenarbeitet. Und wie soll das denn gehen? Aber das zählt tatsächlich auch zu meinem... Ja, so wenn ich an früher denke, ist das eins meiner Lieblingsspiele. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es geil. Ja. Finde ich schade, dass die Serie jetzt ja anscheinend nicht mehr wirklich existiert dort. Es gab ja noch den vierten, Dawns of Dreams oder sowas für die PS2. Auch. Den habe ich auch gar nicht mehr mitverfolgt irgendwie. Also da waren noch, so, da hattest du, glaube ich, noch 2 Sidekicks. Das kann gut sein. Hattest du auch im zweiten Teil, da warst du auch so ein Team quasi. Also du hast manchmal die Tussi gespielt oder den dicken Hammertypen und im
Also Vierten war das dann auch so ähnlich, aber das sah dann wieder ein bisschen generisch aus. Ich habe ja, halt leider also nur so asiatische Samurai-Umgebung im Kopf mit ein paar Blütenblättern. Ja, ich habe es leider nie gespielt, wahrscheinlich ist es ziemlich geil. Ich glaube, ich habe es auch nie gespielt, leider. Was ich damals gespielt habe, war Genji ein bisschen und danach Genji 2 auf der PS3, als es gekommen ist. Ich glaube, das war auch ein bisschen der Grund. Das ist ja dann leider ausgelutscht gewesen, diese Samurai-Horror-Geschichten, die dann auch oft dann mitgemacht, nachgemacht wurden. Und irgendwie bei Capcom liegen die Prioritäten wohl anders, wo da sind, denke ich mal, auch die Leute nicht mehr vorhanden, die es machen. Die machen dann lieber Dead Rising und was auch immer. In der Richtung aus, Devil May Cry natürlich die, Devil May Cry sage ich schon, von Onimusha zu Devil May Cry hin, über Devil May Cry haben wir schon ein bisschen gesprochen vorab. Da kann ich aufs Klo, ich fand Devil May Cry immer ein bisschen doof. Echt? Das einzig coole fand ich, bei Giga war irgendwann einer der Entwickler da und ich glaube es war, gibt es einen dritten auf der PS2? Ja. Dann war es vielleicht der dritte. Auf jeden Fall war es einer, wo eine Pizza zum Beispiel. Ja, der dritte Vorspann. Und das war ja alles so in dem Stil, so ein bisschen quatschig. Und, und das fand ich cool. Das hat mir gefallen. Und da habe ich mich fast geärgert, dass ich es davor nie beachtet hatte. Aber mir war diese Stylo-Action war mir einfach zu blöd. Das bei war mir hat es eigentlich genau den Nerv getroffen. Okay, Entschuldigung, ich lasse euch gerne jetzt schwärmen. Geht doch kurz auf die Toilette. Und dann kriegen wir dann Devil May Cry einmal kurz durch. Also ich fand Devil May Cry, als ich die ersten Bilder gesehen habe, mag ein bisschen Platz sein. Der Typ mit 1000 Gürtelschnallen und einem coolen Mantel und Cowboystiefel, Lederhose, grauen Haaren, Riesenschwert und Knarre. Da kannst du jetzt sagen, ist alles ein bisschen vorpubertär, aber ich fand das super. Ich fand auch den Ansatz geil, einfach nur mal ein Spiel zu machen, wo man geil kloppen kann. Weil das war ja schon vor God of War, klar, weit vor God of War sogar. Ja, natürlich, weit war es. Wie ich ja schon kurz ausgeführt habe, es soll ja im Grunde fast schon das Resident Evil 4 damals gewesen sein. Ja. Und es war ja eh lange, lange Jahre in Entwicklung. Und es hat halt dieses Genre, wofür wir jetzt immer noch keinen Begriff haben, meiner Meinung nach begründet, oder nicht? Okay, Onimusha ist eigentlich... Okay, Kamiya, der es ja wirklich dann erfunden hat, ich fand damals immer Devil May Cry es ist Castlevania in 3D. So wie ich mir das gerne vorgestellt hätte, wenn du mehr Knarren gehabt hättest. Es hatte so wirklich dieses Spukschloss, wo du dann unterwegs gewesen bist, mit Gegnern verhauen, mit ein bisschen Rätsel zwischendurch mit drin, mit ein bisschen Resident Evil Versatzstücken, mit Stylish Action, glaube ich, bezeichnet es der Kamiya mittlerweile, weil das ist ja alles, was er mittlerweile macht in Richtung Bayonetta und Vanquish und sowas, das ist ja alles Stylish Action. Ja, genau. Stylish Action. Wie Survival Horror, es passt ja eigentlich. Und Devil May Cry war eben, glaube ich, kam auch zu einer Zeit, wo dann, es war ja noch eins der relativ frühen PS2-Spiele, also jetzt nicht so ganz zum Anfang, aber relativ früh, dass auch einmal schon mal um einiges besser als vergleichbare Dreamcast-Titel aussah, weil es war grafisch schon ein ziemliches Brett. Mhm. Und es war auch so eins, wo du gleich wieder so einen Aha-Effekt hast, weil so Dante wird als Charakter gleich so eingeführt, wird durchbohrt von dem Schwert, ist mir scheißegal, ich zieh's raus. Ich bin der Teufel, ich bin der Sohn des Teufels. Das sind gleich so Statements, wo man gar nicht groß überlegen muss, ist der jetzt krass oder nicht? Nee, ist er. Und auch jetzt, was das Spiel angeht, weißt du, dass man vielleicht voll hoch und voll schnell springen kann und vielleicht noch einen Doppelsprung und dass der über den ganzen Bildschirm saust, um am anderen Raumende ein Monster aufzuspießen und dann in der Luft noch die Knarren abballert und währenddessen natürlich auch in der Luft bleibt, weil das gehört zu Stylish Action dazu. Das waren alles so Dinger, wo ich gedacht habe, na endlich, macht's mal einer geil. Weißt du, so schön übertrieben und das hat mich gereizt. Ja, so. Es war sehr gut. Es war neuartig, das Konzept. Ja. Die Grafik war schön und vor allem flüssig. 60 Frames die meiste Zeit über, was ich dann immer ganz interessant an den Spielen fand. Ich glaube, ich habe sogar die japanische Version damals gehabt und gespielt, wo ich nichts verstanden habe. Ja, da gab es nämlich technische Unterschiede. Das war damals noch irgendwie die Zeit der schlechten PAL-Anpassung. Genau. Devil May Cry 1 war irgendwie wieder so ein PAL-Balken 50-Hertz-Gerät, was scheiße lief oder was langsamer lief als das Original. Bei so einem Stylish Action-Game. Und das war leider auch, jetzt muss ich mal wieder einen Standardsatz bringen, ich habe den ersten gar nicht gespielt. Weil weil ich halt damals so schlecht im Importieren war. Das war mir immer zu viel Aufwand. Ich habe halt gewartet, bis die deutsche Version kam. Oder nee,
ich wollte die Deutschen nicht spielen aus diesem Grund und war dann aber auch nicht engagiert genug, mir irgendwie die amerikanische zu holen. Meine PS2 war auch nicht umgebaut. Und so verlief das dann im Sand. Und das Erste, was ich dann gespielt hatte, war tatsächlich das beschissene Zweier. Der Zweier ist leider auch kein richtiger Devil May Cry-Titel gewesen. Da haben sie einfach Dante raufgeklatscht, eigentlich nur. Wieso? Aber das spielte sich genau so wie bei Mario 2. Ja, was soll es denn sonst gewesen sein? Da ist doch, was war der zweite Charakter? Eine Tussi? Oder? Ja. Ich glaube, die war der eigentliche Charakter des Spiels und die haben Dante einfach mit dazugepackt, damit die es Devil May Cry nennen können. Das war eigentlich ein anderes Spiel. Und da wurde der Dante einfach dazugepackt. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, weil das hat sich schon genau gespielt wie der. Ja, es wurde natürlich wie alle anderen Devil May Crys auch. Es wurde natürlich angepasst dorthin, aber es hat sich nicht so angefühlt wie die anderen. Deshalb auch war Teil 3 mehr so die Entschuldigung. Das ist ja auch gerade das Komische. Eine Frau fühlt sich ja auch anders an. Ja. Als das, was du jetzt kennst. Ach ja, wenn ich das mal erfahren würde. Entschuldigung. Ich bin wieder da. Ja, mach's dir gemütlich, Simon. Obwohl, wenn ich die Scherben meines Selbstbewusstseins aufsammle. Ich, Devil May Cry 2, obwohl der scheiße war und es war der erste, den ich gespielt hatte, habe ich es 5-mal durchgespielt. Weil einfach... dran, du hast immer... Spiele, die der Trant mag, spielt der nicht einmal, sondern die spiele ich mehrmals. Und dann nochmal und dann nochmal. Ja. Weil mir einfach das Kampfsystem hat mir so gut gefallen, weißt du? Du kommst irgendwann rein und so und mit Aufwärtshaken, Schwert und in der Luft noch ballern und so. Diese ganze Move-Viele-Fall, die hat mir so viel Spaß gemacht, da konnte ich über den Rest hinwegsehen, dass die Levels blöd waren und vor allem die Gegner echt saublöd waren. Ich erinnere mich da noch an diesen schwarzen Boss mit diesen Kettenfäusten. Mhm. Da konntest du auf einer Stelle stehen und ihn abballern, bis er weg war. Und so gab es da mehrere Designpatzer. Das Spiel hat auch nicht wirklich gute Wertungen einkassiert und ob es verkauft hat, weiß ich auch nicht, aber es war nicht gut objektiv. Ja, es hat, glaube ich, ein bisschen was verkauft, aber natürlich unter Kredit des ersten Teils, weil der eben so gut angekommen ist. Aber natürlich da mussten die bei Capcom auch wirklich so dann hier, Entschuldigung, mea culpa und sowas dann sagen, hey, das war nicht so gemeint, jetzt machen wir euch einen dritten geilen Teil. Und aber Dieselklamotten hat es drin gehabt. Natürlich hat es Dieselklamotten drin gehabt. Da gab es dann so ein Crossover-Marketing-Deal, dass der Dante und seine Alte irgendwie Dieselklamotten anhatten. Nein. Stylisch halt und so, ne? Hey, Devil May Cry, aber im Grunde der Begründer eben dieses wirklichen Stylish-Action-Genres, was hier nochmal auf die... es war ja schon abgedreht im ersten Teil, Devil May Cry 1, aber mit jedem Spiel, was Camilla und was ähnliche gelagerte Leute rausgebracht haben, wird es ja immer wahnsinniger, was also Bayonetta ist ja... Finde ich voll super, echt, muss Bayonetta es geben. Bayonetta ist wirklich die Weiterführung von dem, was ich gesehen habe, Teil 3. Bayonetta ist genau dieses Ich bin mir sicher, wenn Camilla noch bei Capcom gewesen wäre, wäre Bayonetta dann Devil May Cry 4 gewesen. Habe ich erzählt, oder meine tolle Bayonetta-Geschichte? Natürlich. Da ich das die ganze Zeit daheim liegen habe und mich schon immer gefreut habe, dann ist es der Kack-Soundtrack. Was? Weswegen du es nicht spielen kannst, oder was? Ja, weil ich die ganze Zeit hatte es daheim und dachte immer, oh Mann, irgendwann, wenn du frei hast, spielst du Bayonetta und spielst du so ein richtig geiles Wochenende. Und dann hatte ich endlich mal nach einem Jahr ein Wochenende, wo ich das wollte und konnte, und dann war es der Soundtrack. So, das ist meine Bayonetta-Geschichte. Ja, ich glaube, die hast du im letzten Podcast schon erzählt, glaube ich. Aber wer hört sich denn schon alle Podcasts von uns an? Ja, die sind doch eh so kurz. Macht doch eh keinerlei Sinn. Ja. Kaum angemacht, schon wieder aus. Apropos, wir sind bei 100 Minuten. Ja, darf ich als Bösewicht vorschlagen, dass wir Survival Horror noch fertig machen und dann... breche ich dir damit? Entschuldigung, ich wollte jetzt... Oh nein, wir reden noch drüber. Lass uns doch den einen Zettel fertig machen, weil Rollenspiel geht schnell. Ja. Ja, das haben wir haben wir einmal fix rüber, dann haben wir Podcast. Der Trump denkt dasselbe wie ich, da reden wir eh kein Wort, gell? Können wir schon vorher rausgehen? Nee, guck mal, was hier alles steht, ey, da stehen mir schon 20 Spiele. Nein, die habe ich nur. Ja, wir werden mal ganz schnell 20 RPGs abhandeln. Ich bin noch auf deiner Seite. Wir hätten jetzt 3 Survival-Horror-Spiele besprechen können. Können wir nicht lieber Sportspiele machen statt RPGs? Haben wir schon. Ah, verdammt, Musikspiele. Ja, war ganz gut. Guitar Hero, nein, da will ich auch was zu sagen. Wir machen die danach noch kurz fertig. Also Devil May Cry, ganz großes Ding. Über Resident Evil 4 haben wir eigentlich schon sehr, sehr ausführlich geredet. Das machen wir auch nochmal, wenn ich dann 2 Kästen Bier kaufe und wir nochmal zum Resident Evil... Da müssen wir uns vorher betrinken, dass ich vergesse, dass wir das schon mal aufgenommen haben. Ist der nicht machbar. Ist auch nicht ich anders Ich weiß aber schon gar nicht mehr, was wir da erzählt ich hab noch haben. Ich habe noch deine Tonspur, aber leider nicht mehr die von den anderen. Ja, dann sind ja alle guten Sprüche. Dann lassen wir die einfach ablaufen im Podcast und versuchen dann drauf zu antworten. Genau, wir machen den Audiokommentar dazu. Ah, Mann, ey. Was haben wir denn noch? Sehr gut. Resident Evil 4 nur, da war die GameCube-Version natürlich besser, aber ey, immer noch ein geiles Spiel. Trant 20 Mal durchgespielt. Und die beste ist eigentlich die Wii-Version, oder? Die beste ist die Wii-Version, mit der Steuerung und allem. Wii steuern kann. Kann man auch, glaube ich, da passt auch die Wii-Mode einmal wirklich dann gut rein, dass die Steuerung dort auch... Warum kriegt Okami nicht hin?
und Resident Evil kriegt's hin. Ist doch im Grunde dasselbe ja. Ding. Okami, das waren einfach, irgendjemand hat die Zeichensteuerung da einfach verrafft und du musst ja auch wirklich punktgenau malen und irgendwelche Konstrukte dort machen. Es wirkt einfach sehr, sehr ungelenk. Ich konnte mit dem PS2-Pad wesentlich schneller alles machen. Mhm. Deshalb war es leider da nicht so gut gelungen. Neben diesen ganzen, großen Survival-Horror-Sachen, die wir hier besprochen haben, auf der PS2 gab es natürlich viele kleinere Spiele, kleinere Serien, die man als Survival-Horror bezeichnen kann, im Kielwasser von ja, der PlayStation 1 mit Resident Evil und den ersten Silent Hills, die gekommen sind. Kleinere Sachen wie Obscure, ich glaube, ja, so der typische Teenie-Slasher mit in der Schule und so weiter und so fort. Da weiß ich gar nichts mehr von, ich habe es durchgespielt. Es war nett, aber ich weiß davon nicht. Es war nett, aber nicht viel mehr. Wie hieß der Film? Der Typ von Kein Sex, 40 Tage. Josh Hartnett. Der lief doch letztens im Fernsehen hier, die außerirdischen Invasion, ne? Wo die Frank Jansen auch als geile Lehrerin mitspielt. Also, The Faculty. Ja, Faculty. Genau. Das ist eigentlich Obscure. Ja, kommt dahin. Plus hat einen Koop-Modus. War auch, glaube ich, viel so im zweiten. War auch, glaube ich, so ein bisschen Misstrauensgedöns drin, ne? Genau. Du hattest da deine 7-8 Teenager und untereinander konnten da sich Beziehungen irgendwie aufbauen. Es war einfach nett, so dieses typische Teenie-Slasher mal als Spiel zu sehen, weil sonst sind es ja immer ein Kerl, der irgendwas kann und der kämpft sich durch. So war es halt so episodisch irgendwie. Nett, aber unter ferner liefen. Was wesentlich interessanter war, fand ich, war Fatal Frame oder wie ist es nochmal? Project Butterfly? Nee, Project Butterfly ist, glaube ich, der Subtitel. Es hat aber noch einen anderen Namen. Project Zero? Project Zero, glaube ich, ist es. Genau. Innerhalb von Europa und Deutschland. Drei Teile gab es, glaube ich, davon auf der PS2. Ja. Ein vierter wurde für die Wii zuletzt gemacht und ist nur in Japan geblieben. Was ja, glaube ich, am ehesten vom Spiel her oder von dem Feeling her geht in das typische J-Horror, Japano-Horror-Genre mit Geistern und Geisterscheinen. Da gibt es auch Filme, die genau so sind, oder? Du kennst dich doch bestimmt besser aus. Also Filme mit alten Anwesen, mit Fluchkram. Ja, das ist ja alles von diesen Ju-On, The Grudge irgendwie und wie schon, die dann ja. dort alles heißen. Das ist so genau, und das sind wiederum ganz alte Geschichten, die dann irgendwann verfilmt wurden und alles. Also das Drumherum, so dieses Spirituelle ist ja irgendwie, da gibt es ja 8 Milliarden Geschichten, da kannst du mal den Ian fragen oder den Budi. Selbst die können dir also nur einen Teil erzählen. Project Zero, das war eigentlich, die haben sich dummerweise, glaube ich, ein bisschen totgelaufen, kann das sein oder sehe nur ich das so? Weil ich glaube so, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Ja, zwei habe ich gespielt und dann war aber auch gut. Zugleich war zu wenig Neues. Was will man denn noch machen? Ich fand jetzt die nie so geil, aber diesen Moment, wenn man mit dem Sucher die Geister absucht und die dann einen erschrecken quasi, weil sie hinter einem sind oder so und man muss sie immer so verfolgen. Ja. Das fand ich cool, aber das nutzt sich natürlich extrem. Genau, das müssen wir ja mal kurz erklären, dass du eigentlich ein junges Mädchen spielst oder ich glaube im zweiten waren es auch zwei junge Mädchen, die halt doppelt so scary. So fangen gute Filme an. Die halt in so einem verlassenen Anwesen waren. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber warum der Witz nicht? War einfach, sie finden eine verzauberte Kamera, eine magische Kamera, Kamera Obscura hieß die, glaube ich, mit der du halt die Geister sichtbar machen kannst. Du konntest die Geister, die in den Anwesen rumgeistern und eben rumgeistern, die auch tödlich sind, die konntest du nur durch den Sucher dieser Kamera sehen. Und du konntest halt auch verschiedene Filme einsetzen, um die Geister entweder besonders schnell oder wie auch immer zu fangen in der Kamera. Ja, der Geist. Aqua. Und das war halt immer ekelhaft, weil die Kamera hatte so einen Sucher, so einen Indikator, der, wenn ein Geist in der Nähe war, so pulsiert hat und geblinkt hat. Und da wusstest du, scheiße, hier ist gerade ein Geist und der ist unsichtbar und ich sehe nicht. Er könnte neben mir stehen, ich weiß es nicht. Und dann musst du halt schnell die Kamera aktivieren und durch einen Sucher, durch einen Ego-Modus halt den Geist schnell suchen. Und da hast du ja ein echt enges Sichtfeld und musst dann halt suchen, wo ist der scheiß Geist? Und dann plötzlich ploppst du aus der Wand raus. Die können ja auch durch die Wände gehen und so. Und da hast du halt nie... du warst nie sicher, so. Das war das ja, war gut, eigentlich echt geiler. Ich glaube, das ist ja das Schöne bei, oder sagen wir mal das Kleine, was du bei anderen Actionspielen dann bei anderen Survival-Horror-Games dann gerne mitnehmen kannst, ist, dass du deine kleinen Häfen der Sicherheit dann dort hast. Und dass du dann in den Raum rein kannst, wo der Safe dann ist und dort so auch meine Ruhe. Das hast du bei Fatal Frame natürlich gar nicht gehabt. Nee.
Besuch im Podcast-Raum. Natürlich, ja. Man muss ja sehen, wo eben die Geburtsstätte der Podcast dann eben jetzt ist, wo wir uns heute mal befinden. Storymäßig war es auch ganz viel mit Fluchkram und Hass und hat den gekillt und der kommt jetzt zurück, um sich zu rächen oder. Naja, guck, wenn es jetzt, jetzt keine solche Hintergrundstory gewesen hätte, dann würde das Spiel gar nicht erst stattfinden. Ja, ich bin fröhlich gestorben, nachdem ich 95 Jahre geworden bin, im Weiß Beisein meiner Familie. Ja, und ich glaube, ich habe noch hier den Herd angelassen. Also das wäre ja halb so gruselig. Herd! Herd! Nee. Aber das jetzt kommt ein Spiel, das wahrscheinlich, habt ihr das gespielt? Wahrscheinlich nicht, bestimmt, oder? Natürlich. Also, das ist nämlich so ferner liefen, aber ganz cool. Das war das auf dem Schiff, ja? Ja, genau. Das ist, glaube ich, das einzige Nee, es gibt für den Dreamcast gab es auch ein Spiel auf einem Schiff, ja, Carrier. Auf dem Schiff war das Carrier mit mehr Zombies. Ich glaube, das Cold Beep. Auf der PS2. Ich habe den Anfang damals nur gespielt, aber ich weiß, der war schon sehr interessant. Du bist eben auf so ein Schiff und dann geht die Luzi ab. No? Dann geht die Luzi ab, ja, aber so richtig. Es ist ein typischer Klon. Halt so, wo man sich überlegt hat, mein Gott, wie können wir einfach Resident Evil anders machen? Und dann kam einer auf die Idee, ey, und nehmen wir mal ein Schiff oder so, weil ist ja ganz cool, auch für Horrorfilme und so, du kommst von dem Schiff nicht runter. Ist ja bei Triangle und so auch, du kommst halt nicht runter, ja, du bist halt gefangen darauf und das ist die Idee. Und gleichzeitig hat so ein bisschen was von so Filmen wie Abyss oder so, also so dieses, ihr kennt das ja, so wo man auf dem Schiff ist und dann ist irgendwas Düsteres. Das Ding war auch so ein bisschen drin. Also insgesamt war das Tolle, dass man zum Beispiel draußen rumgelaufen ist und einem so die Gischt irgendwie ein bisschen ins Haar kam oder beziehungsweise man halt auch das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht ein Holodeck, wo ein Schiff ist und ein bisschen Wasser, sondern man hatte wirklich das Gefühl, es schwankte auch so die Kamera, dass ich jetzt auf einem Boot bin. Und also das war wirklich null originell, muss man sagen. Und ich habe auch jetzt, ich habe es durchgespielt und habe komplett vergessen, um was es da ging. Aber es ist halt irgendwas mit Forschung. Man kommt später auch mit dem Schiff noch woanders hin und irgendwas mit Versuchen, glaube ich. Und ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber das Spiel selbst hat, Entschuldigung, habe ich das Handy angelassen. Ja. Aber das Spiel selbst macht voll Bock, fand ich damals. Oh. Also so heute ist es vielleicht zu generisch. Sag mal, ist das nicht eins von diesen Sony-Inhouse-Titeln gewesen? Ne? Also so ein First-Party-Ding? Weil die hat noch viele. Das war Extermination, da kommen wir nachher nochmal dazu. Okay. Ich glaube, Cold Beep. War... Was war denn nochmal Extermination? Nee, das kenne ich gar nicht. Von wem war denn Cold Beep? Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber da können wir gerne nachher nochmal nachchecken. Aber ich glaube nicht, dass es ein Sony-Titel war, weil das gab es ja auch auf der Xbox, wenn ich mich nicht irre. Aber die haben es zumindest gepublished. Oh, gab es das auf der Xbox? Oder nicht? Ich habe überhaupt kein Bild davon. Ich habe momentan gerade auch langsam die Befürchtung, ich glaube, der Titel war sogar indiziert. Das heißt, ich muss wieder piepen ohne Ende gerade. Aber egal. Ich könnte mich jetzt direkt nicht erinnern, dass der so brutal war, aber man weiß es ja, im Nachhinein kann man das ja nicht mehr genau sagen. Wahrscheinlich gab es auch noch ein ähnliches Spiel, was dann indiziert wurde, was dann ähnlich auch auf dem Schiff war mit Horror. Das Coole war wirklich zum einen, auf der PS2 war das echt von der Qualität richtig gut, optisch und grafisch und da wirklich aus dem Vollen gezogen so, gerade draußen auf dem Deck, das ist so der klassische erste Level dann halt, wo man irgendwie so, es weht irgendwie ein bisschen was rum, man sieht das Getäue oder wie das heißt, die Taus und alles und läuft auf diesem Carrier und kann natürlich oft auch, weil es auch vorgefertigte Kameraperspektiven waren, eben nicht alles einsehen und es war auch so, also dadurch, dass die waren das Zombies? Ich muss wirklich jetzt überlegen. Ich wüsste nicht mehr genau, was die Gegner an sich waren. Also wahrscheinlich halt Menschen, die irgendwie infiziert waren, genau. Aber die sind einem halt nicht wie in Resident Evil, gab es halt nicht überall Türen. Gab es natürlich auch so eine Tür, war auch schon mal da. Aber generell konnten die einen auch ein bisschen verfolgen. Und gerade auf dem Deck oder so konnte man sich nie so richtig sicher fühlen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann nur jetzt gerade, merke ich, dass es wirklich wahrscheinlich sowas wie... es gab ja Blue Stinger zum Beispiel und Carrier, so und, diese MeToo-Titel, so ein Ding, wo man halt Deep, sagt, ja, Deep ich will 4 auch. Auf dem Saturn, wenn du das noch kennst. Auf dem U-Boot. Über Deep 4, Alter, müssen wir mal ganz krass reden, weil das ist nämlich einer meiner absoluten All-Time-Favorites, mein absolutes Lieblings-Saturn-Spiel. Saturn-Podcast. Was habe ich mich gefreut? Also ich habe wenig Saturn-Spiele gespielt, aber das hat mir so Bock gemacht, weil ich so ein Abyss-Fan und diese Unterwasserwelt voll geil finde und das war so hässlich und es ist heute noch hässlicher wahrscheinlich, aber es hat so Spaß gemacht, ich habe da richtig Bock gehabt. Boah. Ja, das letzte große Saturn-Spiel. Ja, damals. Und wirklich selten das, Mann, du, das du hast ja sogar auf der PS1 das In Cold Blood gespielt, oder was war das? Weltraum war... Ich kenne nur noch den Pipo, den Roboter. Du meinst, es hatte so ein grünes Cover auch. Mann!
Overblood. Overblood, genau. Ja. So ein Overblood, Typ. Genau. Overblood. Da kamen immer ganz kurz mal ein Zeitsprung, weil das war das Tolle an dem Spiel. Die Zombies waren so ein bisschen wie in 28 Days Later. Die kamen so, sind so auf dich zugesprungen und die kamen aber immer aus dem Nichts. Die kamen so, du warst im Raum und plötzlich, whoop, von der Decke, so, du hast gar nichts gesehen, war plötzlich einer so direkt vor dir und du musstest ihn so richtig wuchtig in die Fresse hauen. Das weiß ich noch. Das war cool wie hieß es? Overblood. Schon wieder Overblood. Ja, aber Overblood. Overblood. Schon wieder vor einer halben Minute gesagt. Ja, aber die hießen ja alle mit irgendwas, ja. Also, nee. Aber den müssen wir, ja. Ja, das werden wir eh dann auch noch machen. Ich muss zugeben, ich habe viele, also Blue Stinger war dann schon eher mittelmäßig im Vergleich von der Qualität, also vom Spiel her. Und trotzdem habe ich es gespielt. Damals habe ich alle Survival-Horror-Titel habe ich gefressen. Und es gab ja eben auch eine sehr, sehr große Auswahl. Ich meine, bei der PS2 gab es neben Piep auch eine Sache. Ich weiß nicht, könnte man die wirklich so als Survival-Horror bezeichnen? Shadow of Rome von Capcom. Kennst du das nicht? Ja. Wurde dann, das war so eine Art Halb-Hack-and-Slay. Da warst du wirklich in Rom in ein Gladiator, der dann Gladiatorenkämpfe gemacht hat und da wirklich auch sehr, sehr brutal Leute einfach in zwei geslasht und gehackt hast. Deswegen ist es, glaube ich, hier in Deutschland auch nicht offiziell rausgekommen. Deswegen. Und du könntest zwischendurch auch Schleichpassagen dann machen und richtig so Survival-Horror-mäßig dann herumlaufen und Geschichten anstellen. War eine Sache, wo ich meinen Kumpel dann über die Schulter geschaut habe, aber er ist nie selber gespielt. Ich habe immer das Interesse gehabt, aber ich habe das Gefühl, das ist so einer der verlorenen Capcom-Titel, weil der hat eigentlich... Das sah eigentlich wirklich nach was aus und war auch wirklich sehr, sehr überbrutal. Ne? Also Gladiatorenkämpfe sind kein Zuckerschlecken. Da wird eben nur mal gehacksort und weggeschnibbelt. Kenn ich leider gar nicht. Vielleicht, also, wenn ich sehen würde, aber es gibt... Nee, das ist auch untergegangen damals. Das wäre so ein Geheimtipp-Ding gewesen. Ja, gibt viele diese Spiele. Also, weil ich jetzt meinte, Cold Beep. Vielleicht so ein Sony First-Party-Ding gewesen. Ja. Da gab es ja viele von. Sony hat ja viele Studios unterhalten und die haben dann auch sowas wie Extermination gemacht, denke genau. ich mal. Genau, hast du Extermination gespielt? Gab's, nee, aber was ich noch sagen wollte, kennt ihr noch Primal? Habe ich auch nie gespielt. Kennt ihr noch Ghost Hunter? Ja, Ghost Hunter. Primal kenne ich. Die Packung habe ich immer gesehen. Das sind alles so komische Spiele, ja, diese Ghost eigenen Hunter, Franchises von Sony, die damals versucht wurden, groß dick an den Mann zu bringen, als geile Titel und so, die auch immer technisch irgendwas Geiles boten. Lass uns so mal Ghostbusters irgendwie nachmachen. Und dann hatten sie diesen Teddy, der halt so an den alles ich auch noch war. Also mehr ganz mehr komische Spiele. Schlimmeres war da nicht jetzt dieser Teddy im Grunde. Es war halt alles dann irgendwann so Gebrodel und Gefusel, gegen das man gekämpft hat, und halt Geister. Und der war leider auch nicht so gut, wie man gedacht hatte. Aber das stimmt, den haben wir auch vergessen. Der steht hier auch gar nicht dabei. Nee, aber schon der Held war auch so ein typischer... Ich hatte so eine coole Jacke auch. Ja, eine coole Lederjacke mit gelben Polstern und hat einen 3-Tage-Bart und eine krasse Wuschelfrisur. Damals bei Giga Entwickler oder nee, es war, glaube ich, nur ein PR-Typ und der hat diese Jacke mitgebracht. So. Ah, okay. Also da gab es dann auch so wie bei Driver und so, gab es die eigene Modellinie. Ja, die haben sich da schon zeitnah zum Release immer richtig ins Zeug gelegt, ihre Spiele zu promoten. Aber irgendwie waren die... Wie schnell man die vergisst und wie unwichtig die mittlerweile sind. Ja, es hat leider nicht gezündet und wir reden ja heute über God of War und nicht wegen Primal und Ghost Hunters und wie die alle heißen. Stimmt, deswegen sind sie nicht drin, genau. Ja, genau. Extermination genau. Ist auch so ein Ding. Hast du es mal gespielt oder hast du es mal gespielt? Extermination? Nö. Extermination habe ich mir damals geholt, relativ früh zu meiner PS2-Zeit, zusammen im Doppelpack mit Rez. Damals, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum, die gab es dann günstig bei Karstadt. Ja, Rez ist immer ein Kauf. Rez ist immer gut. Rez ist natürlich geil, wie es gewesen ist. Extermination hat mich überrascht. Ich hatte das im Horror-Podcast kurz ausgeführt. Für mich, mein liebster Horrorfilm aller Zeiten ist The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt. Es ist auch definitiv einer, also mir fällt auch kein besserer ein jetzt. Oder? Ja, also allein wegen den Effekten. Also man kann das Argument machen. Also es ist auch, ich kann das legitim, aber das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und Extermination, obwohl es auch The Thing auch als Survival-Horror-Game gibt. Extermination war ein bisschen daran angelehnt, du bist in der Antarktis, in der entfernten Station. Hast dort wirklich irgendwelche Aliens und Mutanten und solche Sachen, die dort herumlaufen. Alles nach dem Resident Evil Prinzip ein bisschen verbaut. Gemacht von den Typen, einem der Originalentwickler von Resident Evil, der damals zu Sony gegangen ist und dort, warum auch immer, die Tomba-Spiele gemacht hat, wer die noch kennt. Okay. Die zwei Jump'n'Runs. Mit dem Steinzeit-mäßigen Typen. Genau, was ich schon immer mal ausgraben wollte, mit einer rosa Perücke, wo man Schweine durch die Gegend wirft. Oh Gott, nein, das hast du ausgegraben, oder? Hast du das nicht sogar ausgegraben? Nee, ich hab's einladen lassen, aber wir sind nie dazu gekommen, das zu schneiden.
Verdammt. Ich hätte dir eine rosa Perücke verpasst und hätte Schweine durch die Gegend geworfen. Das wäre echt gut geworden. Ja, du hättest die Aufgabe, weil du es ja ausgräbst. Ja, wahrscheinlich. Aber nee, damals durfte ich noch nicht vor die Kamera. Ah, ja, stimmt. Gab mal eine Phase, wo generell niemand eigentlich vor die Kamera durfte. Eigentlich nicht. Das Beste ist eigentlich mit Jay, oder? Genau. Jay irgendwo mal ganz am Anfang Folge, bei der Folge Mega 2. Mega Drive Collection, oder war das? Nee, die EA Mega Drive Collection auf der PSP. Genau, und da ist Jay, könnt ihr ja mal gucken, ist Jay als Mega ist hier verlinkt. Das mit dem unsterblichen Satz, wie war das nochmal? Das gefällt mir gut. Das gefällt mir, sagt er. Ja. Das gefällt mir. Ja. Und weil er dann schon mal benutzt war, quasi als normaler Fan von der Straße, durfte er nie wieder bei einem Dreh mitmachen, was natürlich... Was uns ja nach 3 Folgen schon in Probleme gebracht hat, weil wir eigentlich immer alle einbauen. Natürlich, und dann auf einmal, wir haben keine Statisten mehr. Holen wir Schauspieler, die Konsolen spielen. Naja. Extermination von dem Typen, der Tombi gemacht hat und auch in Resident Evil früher mitgemacht hat. Und das war jetzt kein super duper Highlight, würde ich es jetzt nennen. Ich kann mich jetzt auch nicht wirklich an Details der Game-Mechanik erinnern. Ich weiß nur, ich hatte damals als The Thing-Fan und also das Ding aus einer anderen Welt-Fan, hatte ich meinen Spaß damit. Und es war auch ein guter, solider Titel, der auch mich später hat mich Lost Planet ein bisschen dran erinnert, ne, weil du da auch Sequenzen hattest, wo du draußen so zwischen Schneestationen hingelaufen bist. Das wurde ja auch nochmal später dann aufgegriffen bei Code Veronica, ohne wertend was über diesen Titel zu sagen. Ich sage jetzt nichts Wertendes, aber da gab es natürlich auch Sequenzen, wo du dann draußen gewesen bist im Schnee und dann von Hütte zu Hütte gegangen ist. Das hatte so dieses The Thing-Feel wirklich recht nett eingefangen mit nur so einem japanischen Twist. Gab es ja nicht das Ding, das Spiel gab es ja für die Xbox. Ja. Gab es das nicht auch für die PS2? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube nämlich schon, weil dann müssten wir da auf jeden Fall... Wir müssen da eigentlich nochmal da angreifen. Ich habe das Spiel da leider nicht mehr gespielt. Also deswegen, ich habe es auf der Xbox gespielt, aber... Der Anfang ist cool, oder? Und die Stimmung ist cool, aber dann wird es irgendwann scheiße. Ja, weiß ich nicht, ist die Stimmung cool? Am Anfang ist man ja noch allein, da gibt es noch keine Monster, man weiß nichts und dann erforscht man das, dann kommen die Kleinen, was ja heute Standard ist und so, aber... das passt ja ganz gut zu der Stimmung auch vom Film. Das hat es ganz gut transportiert, dass es eben bei Null anfängt und dann sich langsam steigert und gegen Ende wird es aber sehr zu einem reinen Shooter, wo man eigentlich nur noch, wo sind die Dinger? Genau. Aber ich glaube, die hatten am Anfang noch Bock und dann irgendwann kam Geldnot, was auch immer, Zeitnot und dann wurde das Spiel halt mies. Aber da gab es auch dieses Vertrauensfeature, dass du dich, je nachdem, wie du dich verhältst, Du hast so einen Verhaltensbalken für jeden Crewmitglied. Genau, das Grundprinzip bei The Thing oder beim Film ist ja gewesen, dass ein Alien quasi dort unterwegs ist und Leute infizieren kann und sich dann ausgibt als diese Leute. Also du wusstest nie, wer ist der Alien, wer ist der Bösewicht. Und ich glaube, also ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich habe immer gehört, das tolle Feature an dem Spiel soll sein, dass da ein Zufallsgenerator drin ist, ähnlich wie bei Blade Runner, ne, auf dem PC, bestimmt, wer ist gerade der Infizierte. Und in jedem Spiel, den du machst, hast du dieses Vertrauensfeature, wo du dann Sachen aufbauen kannst und du weißt nicht wirklich, ist der Gegenüber ein Mensch oder springt auf einmal ein Alien gleich raus und reißt dir den Kopf ab und so weiter, dass dadurch eben die Spannung aufgebaut wird. Das finde ich interessant eigentlich. Das wäre auch nochmal so eine Idee, die könnte man nochmal zeitgemäßer umsetzen mit noch spannenderer Atmosphäre. Mir war das auch ein bisschen zu, war schon teilweise spannend, aber dann auch wieder zu videospielmäßig. Ja, es ist ja auch irgendwie, ich finde, da macht man halt viel, wenn man den Film kennt und liebt, dann sieht man halt über die Fehler erstmal hinweg und freut sich, dass man geil durch den Schnee stapft. Ja, das ist wirklich so, man hört den Wind rauschen und dieses typische, die Soundkulisse ist halt da. Und dann vergisst man halt schnell dann die ganzen Kritikpunkte und Fehler. Später wurde es dann, wie gesagt, mehr zum Geballer. Aber also finde immer noch auch die Demo, der Anfang von das Ding, wenn man das mal sehen will. Ja. Ich meine, es gibt halt keine andere Spielumsetzung von dem Film. Ja. Näher ist man leider nicht. Und ich hätte aber auch, wie du sagst, gerne ein Remake oder gerne das Setting und all das so. Ja. Also lass uns mal Ede belabern, wir machen The Thing Audio Flick dann bald, hätte ich Bock drauf. Ey, gerne, ey, und scheiß, das können wir gerne mal anschließen. Machen wir das, da hat er auch mal gute Filme. Da muss man aber echt überlegen, welche Version man nimmt. Oder wenn man die Pro-7-Version nimmt, dann wird der 10 Minuten größer. Mach mal ganz, ich habe die HD-DVD zu Hause. Okay. Ich wollte den Film damals immer so gern sehen, weißt du, auch noch bevor ich irgendwie DVD-Player hatte. Und immer wenn er im Fernseher lief, bin ich tatsächlich eingepennt, obwohl das eigentlich so ein Film war, den ich unbedingt sehen wollte. Aber der lief halt auch immer so spät und keine Ahnung, vielleicht hat mich diese langsame Gangart dann auch immer so ein bisschen abgeturnt. Obwohl, ich finde ihn auch geil, das gehört auch mit zu meinen Lieblingsfilmen, aber ich bin immer eingepennt. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, was Filme angeht, ist diese Szene, wo sie den Draht anzünden. Okay. Man weiß ja nie, warum man so eine Erinnerung gerade das hat, aber dass sie das testen mit dem Blut, das ist die erste und dann einer flippt ja aus. Da bin ich dann schreiend aus dem Raum gelaufen. Ja, das ist auch ganz schön, diese Szene. Weil der fängt so an mit, was ist da, was machen die da und dann kommt die Ekelszene und
Ich glaube leider dann, der, so euren Ausführungen nach, hat das Spiel leider nicht ganz diesen Effekt. Nein, überhaupt nicht. Ihr seid am Anfang, verspricht es viel so, aber löst es nicht ein und wird dann zu einem Ballerspiel so im Grunde. Mhm. Also der ganze Film basiert ja eher darauf, die Leute, und man weiß nie, wo es ist und wer es ist. Und irgendwann da sind halt so viele Dinger und du schießt eigentlich nur noch Sachen ab und es wird halt so ein bisschen... einfach, hat nichts mehr auch mit dem Film zu tun, so ein bisschen. Mhm. Aber es ist trotzdem geil, zu dieser UFO-Landestelle, zu dieser Ausgrabungsstätte irgendwie zu kommen. Wobei, ist das eine Crash-Stelle? Ich weiß gar nicht mehr, was im Film ist. Das, was sie ausgraben. Genau, also. Genau. Es war eine Crash-Landestelle, ja. Wo die eben ein Alien im Eis dann dort finden, wo wohl ein altes Raumschiff dann noch dann dort herumlag. Extermination und das The Thing-Spiel selber erinnern eben dann dort daran. Aber natürlich, Horror gibt es dann auch in andere Richtungen hin. Ein Spiel, was ich sehr, sehr verstörend fand damals aus. Und da gibt's, oh, mir fällt gerade noch eins ein, was wir noch hinzu. Wir beenden auch übrigens nach dem Survival Horror den Podcast, weil das wirklich zu viel wird heute. Ah, finde ich eine sehr gute Idee, Gregor. Ja, finde ich, ist sehr gut. Gut, dass ich das vorschlage. Ja. Was mir noch da einfällt, ich würde zwei Sachen einführen, die sehr verstörend sind. Das eine ist Haunting Ground. Ja, ja. Und das andere ist Rule of Rose, wenn ihr das noch kennt. Zuerst zu, kommen wir gleich nochmal kurz dazu. Haunted Ground war so ein Spiel, du hast es, glaube ich, ausgeführt, dran von wegen aus, wo wir über Silent Hill geredet haben. Damit so ein Survival-Horror-Spiel gut funktioniert, muss es dich in die Opferrolle ein bisschen packen. Wenn du dann der gut bemuskelte Marine bist und die Knarren hast, dann hast du natürlich immer noch dein Schutzmittel in der Hand. Wenn so, du aber und das hilflos ist also bist... ein Spiel, wo du ein kleines Mädchen bist, oder was? Nee, ein kleines Mädchen. Kein Mädchen, aber... Du bist so ein junges Mädchen, das verschleppt wurde in ein Anwesen. Und in diesem Anwesen, da ist der Besitzer des Anwesens und so ein großes, ich würde fast schon sagen, wirklich, ja... geistig behinderter Typ oder sowas, der die dort herumläuft. Die Schöne und der Klumpen, ja, irgendwie so. Also der ist schon sehr debil. Der hat so ein bisschen was von aus Goonies. Wie heißt genau, der Willy. Ein S, sie haben es, ein riesiges S. Ja. Weiß nicht. Willy, oder? Nein, das ist der einäugige Willy. Also ich meine, das nee, kann der, er nicht. Der, ach so. Der hat so einen Namen, Grumpf oder irgendwie sowas. Heißt der hat auf jeden Fall irgendeinen Namen, verdammt. Ja. Und die Geschichte ist es eben dort, du bist in diesem Anwesen und hast keine Kleider mehr, musst dann irgend so ein altes Kleid anziehen, was dort ist, und im Endeffekt ist es, du musst dich verstecken vor diesem Typen, weil sonst kommt der und vergewaltigt dich. Alter. Also Moment, echt, vergewaltigt dich? Sieht naja, man okay. Naja, okay. Wenn du geschnappt wirst, wird der Bildschirm schwarz und du hörst nur... Oh. Okay, ich muss zugeben, ja, du hast natürlich irgendwo recht, das kann man andeuten. Ja, okay. Mir wäre es gar nicht in den Sinn gekommen, aber jetzt, wo du sagst, stimmt schon, das könnte sein, dass es darauf hinausläuft. Also das eine Spiel, was du erwähnt hast, das ist die Clock Tower Masche. Ja, das große Ding hinter dir, ja. Silent Hill macht das ja auch mit dem. Genau, mit dem Pyramid Head. Oder Nemesis bei Resident Evil 3 zum Beispiel. Ja, klar, ist eigentlich sogar echt ein altes Ding, was immer benutzt wird. Und hier ist es eben, du musst durch das Anwesen gehen, du hast einen Begleiter, einen kleinen Hund, du hast einen Hund als Begleiter, der dir noch ein bisschen aushelfen kann, und musst von diesem Anwesen, glaube ich, dann flüchten. Aber im Grunde, da du nicht wirklich kämpfen kannst, musst du dich, wenn der Typ dann ankommt, musst du dich verstecken irgendwo im Raum und versuchen, dich irgendwie ja so gut zu verstecken, dass er dich nicht finden kann, weil du total hilflos bist. Und das ist echt so ein richtig, richtig, richtig Terrorspiel, fand ich. Ne? Weil du vor allem, wow, ich kann nichts machen, fuck. Ja. Nee, genau das, dieses Gefühl, also du forschst ein bisschen rum, ist ganz nett so, und dann kommt halt immer ein Moment, wo die Nemesis kommt, und dann muss man, also es wird nach einer Weile dann auch repetitiv, so wiederholt sich alles, weil klar, du versteckst dich dann halt, aber allein ein Versteck zu finden, war dann immer auch geil, weil du konntest ja auch nicht überall hin, und mal konntest du auch unter ein Bett, mal ging das nicht oder so. Du musst es immer suchen und schnell gucken. Ja, genau, der Zeitfaktor, du hast immer so tick-tack, tick-tack, und so kurz, okay, das funktioniert, was kann ich machen? Und man hat dann aus der Perspektive immer ihn langsam rumlaufen sehen, geguckt. Er hat auch, glaube ich, immer gegrunzt oder irgendwie was gemacht. So. Also man hatte dann immer diese Wartephase, wo man eben ihn so rumlaufen sieht. Und das ist eigentlich ganz geil gewesen. Also, es ist ein sehr, sehr spooky und verstörendes Spiel, gemacht von Capcom. Übrigens eine Connection zu Resident Evil 4. Der Hund, ne? Den du dort... Der hat auch Resident Evil 4 entwickelt. Der hat auch Resident Evil 4 entwickelt und hat Silent Hill 2 das Ende dort gesteuert. Verdammt! Ja, endlich kommen wir dahinter. Das ist doch...
Nein, der Hund, den du befreist bei Resident Evil am Anfang, das ist der gleiche, glaube ich. Ja. Bei Resident Evil 4, den du dann, der dann in der Falle ist dort, in den du los und der dir dann hilft beim Golem-Kampf. Das ist dort. Ja wie Stephen King Katzenauge, wo diese blöde Katze alle Geschichten verbindet. Genau, es verbindet dann die Survival-Horror-Spiele von Capcom. Kriegt man für wenig Geld mittlerweile, glaube ich, bei Amazon und so weiter, sollte man sich geben, wenn man das noch nicht gesehen hat. Das ist ein kleiner, spezieller, echt netter Titel, wenn man das denn wirklich ausstehen kann. Das andere, worauf ich zu sprechen gekommen bin, war Rule of Rose, die Regel der Rose sozusagen. Das habe ich bisher noch nicht gespielt. John Connery, gell? Mit Sean Connery, ja, und Christian Slater und nackigem Sex auf dem Schnick-Schnack. Rule of Rose ist ein Spiel, das habe ich mir jetzt zuletzt erst geholt, das habe ich gerade letzte Woche vom Zoll abholen dürfen, großartig. Ich wollte das schon immer haben. Ich warte auf meine Zolllieferung auch noch gerade. Ja, ey, das ist Spackerei, absolut. Ja, immer dorthin. Egal. In dem Spiel dreht sich so um ein Mädcheninternat, wo da ganz komische Sachen dort ablaufen. Mehr weiß ich auch noch nicht davon, aber ich freue mich drauf, es zu spielen. Ich habe es jetzt bekommen in der US-Version. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Es soll auch sehr, sehr verstörend sein. Du hast es aber schon geholt wegen Mädcheninternat. Natürlich. Oder? Was? Ja. Kaufe ich. Kaufe alle Spiele mit Mädcheninternat. Ja, es geht um ein Mädcheninternat. Bestellt. I'm sold. Ja, okay, also wir erzählen quasi, erzählst von einem Spiel, was du selbst noch nicht gespielt hast. Nee, aber da bin ich sehr gespannt drauf. Deshalb, ich hoffe mal, dass es was taugt. Weil ja, aber dann hätten wir auch Booty hier hinsetzen können. Ja. Ja, fand ich gut. Die Action ist ja, gut. Ja, die Action ist gut. Geht einigermaßen. Aber geht einigermaßen am besten finde ich ja StarCraft. Oh Gott, nein, das müssen wir rausschneiden. Der hört das doch bestimmt ab, oder? Ach nee, wenn er schon nicht spielt, dann hört er auch nicht den Podcast. Ja, stimmt. Letztes Spiel steht hier, Siren. Siren, zuletzt remaked worden als PS3-Variante. Auch aus der Reihe von Geschichten, das wurde entwickelt von Leuten, die Silent Hill 1 gemacht haben, damals, die dann von Konami weggegangen sind zu Sony und die sich dann ein bisschen eingeschränkt gefühlt hatten. Die hatten eigene Konzepte, die sie verwirklichen wollten und das Ergebnis war Siren oder Forbidden Siren, wie es hier in Deutschland dann bekannt war. Was auch in die Richtung geht, es gibt auch einen Film dazu, der leider nicht ganz so gut ist wie die Spiele und die Spiele sind auch sehr speziell. Dieses Hilflose, was ich schon mal da angeführt habe bei Haunting Ground, ist dort auch nochmal potenziert. Du bist auf einer japanischen Insel und drumherum sind ja Freaks auf einmal überall. Irgendein Fluch oder was auch immer es dann sein kann. Dimensionsblase, irgendwas, die Flüsse werden rot, es fließt quasi nur noch Blut. Und genau, und alles sind irgendwelche... Und diese Sirene natürlich. Die Sirene, die Alter. Ja, aber da sieht man die Silent Hill-Versatzstücke, die dann dort dann drin sind mit der Sirene und alles. Die Sirene, dieses generell sehr neblige und was ich am wichtigsten finde, das Rauschen. Also das Radiorauschen wird ja quasi da einfach umgebaut in dieses Scannen, wenn man halt die Frequenz der Gegner sucht, womit ich jetzt natürlich schon ein bisschen vorausgehe, weil das ist ja das Spielfeature. Ja, das war das besondere Spielfeature eben dort drin, dass du auch ein bisschen, ja, Silent Hill, ein bisschen Haunting Ground, was es, glaube ich, aber erst danach nach Siren gegeben hat. Du hast hilflose Leute da und du bist auch eine Nummer an Leuten dort. Du bist nicht nur ein Charakter, sondern du bist ein Familienvater, ein Polizist, ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auf der PS2 schon drin war, aber bei der PS3 bist du ein kleines Schulmädchen zum Beispiel. Der kriegt er wieder, gell? Der kriegt ein Grinsen. Nein, ein kleines Kind bist du da. Ja, du magst einfach Schulmädchen, also das Wort meine ich, glaube ich, und Mädcheninternat. Ja, Schulmädcheninternat. Oh Gott, ja, mein ganzes Leben ist vorbei nach dem Podcast. Nee, aber dass du dort wirklich in der Rolle einer hilflosen Person dann bist und auch dort wirklich dich primär durch Verstecken dort entlanghangeln kannst und dadurch die Funktion hast, die du gerade ausgeführt hast, Simon, dass du das Geschehen aus dem Blickwinkel der Gegner sehen kannst, indem du dich reinhackst, sozusagen, in ihr Gedächtnis. Und das konnte jeder von diesen Helden-Protagonisten. Ja, das hast du schnell beigebracht kriegt und dann konntest du das, glaube ich, irgendwas war da, was du machen musstest, glaube ich, und dann konntest du dich quasi in die Sichtfrequenz dieser Zombies dort reinhacken. Also du hast zum Beispiel L1 gedrückt, dann hast du Bildrauschen gehabt, ja. Und dann wie können die das denn? Ja, die haben ja auch überlebt. Alle anderen sind Zombies und, weißt du, sie wissen ja auch nicht, was passiert. Was willst du machen? Warum sind die Stars... Einheiten nicht zu Zombies geworden oder all die anderen, weißt du, Einheiten. Plothole, neue Spiele. Ich werde 100-mal gebissen, ist mir trotzdem egal. Also
das Tolle war halt nur, dass die das Rauschen gesehen und dann hast du mit dem Analogstick so 360-Grad-mäßig alles abgesucht und hast dann halt verschiedene Ego-Perspektiven von den Monstern gesehen, von, ah, du kennst ja, okay, ja. Aber und halt auch, also von allem, also du konntest auch irgendwie in andere Personen rein, die keine Monster sind, dann hast dann gesehen, was sie gesehen haben, in dem Fall war das dein Charakter, der irgendwie gerade so abwesend war, weil sein Geist ja woanders ist. Und das war wirklich cool, weil man hat ja in diese Monster reingesehen und du hast halt nur gesehen, was sie gerade sehen. Und meistens waren die irgendwo in der Ecke und du musstest anhand der Grafik oder der Texturen oder, weißt du, einfach gucken, wo könnten die sein? Wo ist das denn? Und meistens schlurfen die dann rum und stöhnen und graben im Boden und die machen immer irgendwas Krankes. Also, oder stehen nur so wackelnd rum und du hast die ganze Zeit deren Schnaufen und so gehört. Also es war total komisch. Ja, es hat sich ein bisschen so angefühlt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele damit nicht warm geworden sind. Ich vergleiche das dann ganz gerne immer mit den Sachen, wo beim Skateboarding, wenn du von Tony Hawk auf Skate gewechselt bist. Ja. Du kennst eigentlich die Mechanik des Genres, wie Survival Horror funktionieren muss oder wie bei Tony Hawk das dann wie Skateboarding funktionieren muss, wo sich alle Spiele daran orientiert haben. Dann kommt Skate und macht was komplett anderes. Genauso ist es bei Siren, da musst du eben dein übliches Survival-Horror-Gameplay aus dem Fenster werfen. Du musst sehr, sehr langsam, sehr, sehr methodisch dann davor gehen und ich glaube, und auch wirklich dann Geduld beweisen und auch diese kleinen Erfolgserlebnisse mitnehmen. Aber es hatte einen Moment, also jedes Spiel hat ja irgendwie so den klassischen Moment, der es halt geil macht, so wie wenn man jetzt in Halo irgendwie drei Gegner mit einer Granate weghaut und dann in Deckung geht, so diese typischen Momente, die sich immer wiederholen. Und einer, der da war, der mir einfach immer wieder im Gedächtnis bleibt, ist wirklich dieses, du gehst irgendwo in eine Hütte, es ist ja immer dunkel und du willst natürlich, die sehen dich ja, die laufen ja auch überall rum und wenn dich einer sieht, dann siehst du ja immer für einen Bruchteil einer Sekunde, siehst du seine Sicht, wie er dich sieht. Weißt du, und siehst, also du läufst wo rum und plötzlich wechselt das Bild und du siehst, wie jemand dich sieht. Und weißt du, und das war aber nur kurz und du weißt nur, oh, woher kam das jetzt? Irgendeiner hat mich gesehen. Und dann haust du ab und gehst irgendwie in eine Hütte und hackst dich in die Köpfe und suchst den Typen, der dich gerade gesehen hat. Und das war so oft, dass der gerade irgendwo läuft und du verfolgst ihn und siehst quasi, was er sieht. Und plötzlich geht er in diese Hütte rein, wo du bist und du siehst dich selbst, wie du halt vor ihm stehst. Und es waren immer so Schockmomente, wo du so, und dann ganz schnell raus, ja. Und das hatte es ständig. Und das war geil. Da haben die sich richtig was überlegt, fand ich. Also das hat seitdem auch keiner mehr gemacht. Nee, nicht gibt's genau. Genau. Dieses Konzept gibt es wirklich auch nur dort und es wurde auch so konsequent weitergeführt. Es gab einen zweiten Teil noch für die PlayStation 2 und eben, na gut, man könnte es fast schon als neues Spiel bezeichnen, aber ich glaube, das Siren für die PS3, was es als Download-Titel und als Disc-Version gibt, ist mehrfach schon ein Remake vom ersten Teil mit ein bisschen Sachen verändert. Was mir aufgefallen ist, als ich mir das alte Material nochmal anguckt habe von dem ersten Teil, als wir irgendwie den neuen gemacht haben, die hatten damals schon, und das ist mir auch damals auch aufgefallen, echt geile Texturen. Das ist ganz komisch. Die haben so asiatische Schauspieler genommen oder wie auch immer und haben die halt wirklich mit sehr hochauflösenden Fotos auf ziemlich schäbige Polygonmodelle so drauf gemacht. Also das sieht, wenn du es halt genau anguckst, siehst du halt natürlich die Ecken und es wirkt voll doof, aber in diesen Zwischensequenzen sah das teilweise saugeil aus. Also du hast echt so, hey, ist das jetzt ein Film damals halt für die PS2? So, kann mich noch erinnern, dass ich das beeindruckend fand, wie es aussieht. Oder war das PlayStation 1, der erste Teil? Nee, es war mit PlayStation 2. An, gell? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß nur, dass es geil aussah von den Texturen her, die Gesichter einfach nur. Es hatte auf jeden Fall was optisch Beeindruckendes damals gab. Es gab es ja auch nur wirklich hier in Europa, glaube ich, dass ein Titel, der den Amis dann abgegangen ist. Und deshalb hast du im Internet auch nur in europäischen oder deutschen Foren mehr über das Spiel dann gelesen. Na, endlich überhaupt. Mal! Haben wir auch mal was. Endlich haben wir auch mal was. Mir sind noch zwei Spiele eingefallen, fällt mir da ein. Ja, lass uns die da noch einwerfen, dann beenden wir diesen Podcast. Aber ich glaube, das eine haben wir auch schon besprochen, das war Alone the Dark New Nightmare. Wir haben das darüber haben wir irgendwo, da habe ich schon mal drüber gelabert. Wir haben darüber schon mal gesprochen, auf jeden Fall. Filmspiele-Podcast vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. War ich ja nicht dabei, aber naja, ich wollte es nur noch mal einwerfen, weil das auch so ein Ding war, was jetzt nicht unbedingt jeder kennt, aber was zumindest... Es war ganz cool. Es war eine nette Fortführung, fand ich, und hatte auch coole Hintergründe auch und sowas, ne? So auch schön animiert. Also ich habe das gespielt und habe da wirklich mich sehr oft Moment, ich weiß, wo wir drüber gesprochen haben. Im PlayStation 1 Cast, weil es ein PlayStation 1 Spiel ist. Echt? Ja. Es war aber auch PS2. Was ist denn mit Nightmare Creatures? Das war auch PS2. Das kann doch nicht PS2 gewesen sein. Doch, auch. Das war, echt? Nightmare so Creatures haben wir auch im PS1 Cast geredet. Generationsübergreifend. Nee, aber wenn wir schon dabei... Aber gut, nee. Okay, ich habe es immer als PS1-Titel dann in meinem Kopf. Und ich glaube, darüber hatten wir auch schon geredet eben von wegen... Gab's auch für dann... Carnby und alles. Wusste ich gar nicht. Und dann ist mir noch ein Spiel eingefallen, das haben wir hier alle drei wahrscheinlich nicht gespielt. Da werde ich drauf. Und zwar ist es Run Like Hell. Oh, ja, habe ich nicht gespielt. Doch, aber habe ich kurz gespielt. Echt? Ja?
Das ist doch mit dem unsichtbaren Monster, oder? Nee, nicht ganz. Das ist meiner Meinung nach von... Ist das nicht mit, nee, vom das Setting war unser Tonspiel. Her, vom Setting her ist das der Vorläufer von Dead Space. Und deswegen fand ich Run Like Hell damals schon voll interessant und habe gehofft, dass es geil wird, was es aber nicht wurde. Und zwar typisch plump. Mir gefällt sowas, Raumschiff wird von Alien-Kram überfallen geil. Und das Alien überwuchert das Raumschiff. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja auch bei Dead Space so, da hängt ja überall Gelump rum. Das ganze Gekröse, was genau, da auch Gelump. Das fand ich schon ziemlich geil eigentlich als Idee, so dass dir rennt die Zeit weg, das Raumschiff... Ja, du kannst auch nicht weg, du kommst ja nicht von dem Raumschiff weg. Ja, und natürlich Crew-Zeug, also die ganze Crew wird irgendwie überschleimt und verwandelt sich in Monster und überall, alle Gänge sind überwuchert mit außerirdischem Fleischgematsche. Und, du hast niemand so kann es so schön ausdrücken wie du, Trant. Ja, stimmt. Und es gab auch viele Wegrennsequenzen, wo man halt auch ja, typisch... Klar, ja. Ja, darum heißt das auch so wohl, aber du hast halt auch den Charakter, glaube ich, entweder von vorne gesehen und hast halt nicht gesehen, wohin du rennst, musstest halt so einen Hindernisparcours bestehen. Aber ich finde es einfach nur interessant, dass das mal, wenn man sich jetzt nochmal YouTube-Videos anguckt, dann sieht man wirklich, dass Dead Space eigentlich... mehr oder weniger dasselbe Thema verfolgt. Und darum hat mir auch Dead Space beim ersten Preview, was ich in der Game Informer gelesen habe, habe ich gleich gemerkt, das ist mein Ding, so habe ich Bock drauf. Deswegen möchte ich nur mal sagen, Run Like Hell ist auch. Oh, ich muss mir das vielleicht mal angucken, einfach so als Informationslücke. Ich glaube, das war sehr schlecht. Also ich kann mich erinnern an Bilder und Artikel darüber, aber das Spiel habe ich selbst nie gesehen. Ja. Es gab aber auch, das ist vielleicht wirklich Saturn, was ja aber auch heißen könnte, dass es auch für die PS2 kam. Sag. Dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, ich dachte gerade, Run Like Hell wäre Echo Knight. Nee, ich meine so ein Spiel, wo du auch auf einer Space Station bist und dann ist da ein großes, unsichtbares Monster, was vor dir Leute zerlegt. Also es gab den Nachfolger von Weil da rennst du nämlich auch verdammt viel. Ständig ist das Ding hinter dir. Enemy Zero, Enemy Zero ist ja der Nachfolger von dir. Das war ja auch auf einer Space Station. Genau. Aber auch eine ganz geile Idee. Es gibt ja auch noch, ich glaube, Echo Knight irgendwas, glaube ich. Das müsste es sein, wo du auch auf einer Space Station bist und den Gegner nicht sehen kannst. Ja, das muss es dann eigentlich sein, aber an den Namen kann ich mich... Ich habe das gespielt, deswegen wird mich der Name ja doch... Fällt mir auch ein, so... Jetzt fallen mir lauter crappy Games an, wie Galarian's Ash. Kennt jemand noch Galarian's von der PS1? Resident Evil Klon, wo du einen Typen gespielt hast, der so wie im Brainscan Leuten den Kopf platzen lassen kann durch Gedankenkraft. Oh, scheiße, ja, das sagt mir was. Ja, das war auf der PS1. Moment. War das mit so Psy-Kräften-Zeug? Genau, Psy-Kräften, so Galarian, so ein blonder Bub, der irgendwie in einem Labor aufwacht. Ja, so doch, das kenne ich. Ja, ja. Bei der PS1 war das noch ein echt cooles Spiel, auf 3 Discs oder sowas. Die PS2-Version, der Nachfolger taugt gar nichts leider. Der hat sich irgendwie durch total... bullshittig gespielt. Es gab aber zum Beispiel, es gab ja noch mehr so Hitman-grafikmäßige Psy-Spiele. Da gab es so 2-3 Spiele, die rauskamen. War das alles PS2 oder auch? Das war so Multiplattform damals alles. Natürlich. Ja, PS2, GameCube, also Xbox. Second Sight war ein so ein Psy-Spiel und dann gab es noch Psyops. Psyops, das war auch Xbox, oder nicht? Das war auch PS2. War es auch PS2? War so Psyops? Eins, da hatte Midway so eine kleine Hochphase. Die hatten zu der Zeit mal gute Spiele gemacht haben. Ja, das sah von wirklich wenig bekannte Spiele, aber das Psyops war gut. Das hat auch von der Steuerung her geil funktioniert. Und The Suffering hatten die auch noch rausgebracht. The Suffering, indiziert. Ist es indiziert? Ich glaube schon. Wir biepen es aus. Also, aber auch ein beeindruckendes Spiel, wo du ein Sträfling gespielt hast, der irgendein Verbrechen begangen hat und dort effektiv in der Asylum-Hölle oder sowas dann gelandet ist. Ja, genau, eigentlich wird er Gefängnis, sogar gegrillt, halb Hölle. Oder? Oder ist es passiert, dass vorher... Nein, er soll gegrillt werden und dann passiert vorher halt so was Komisches. Oder, er verkauft seine Seele. Irgendwie, das ist wie bei Doom, das Portal zur Hölle geht auf und auf einmal ist da... Es ist auch so ein bisschen wie bei Half-Life, wo dann am Anfang irgendwie alles schief geht und so. Und du bist allein in so einer blutverschmierten Welt und überall liegen Leichen rum. Ja, genau. Ach, Scheiße, was ist hier los? Schon sehr morbide und auch blutig. Ja. Und würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es wirklich indiziert ist. Wahrscheinlich. Es gibt ja noch den Nachfolger, The Suffering Ties That Bind. Das habe ich sogar lange gespielt. Ich weiß aber auch nichts mehr. Das habe ich auch daheim noch. Aber war, glaube ich, auch ein bisschen okay. Ne? War alles so okay, war auch jetzt nicht schlecht. Aber, jetzt, da war doch jetzt gerade noch ein Spiel, was... Na? Zum Thema passt. Nein! Gefängnis? Shadowman 2? Es ist die letzte Show. Oh nein. Ich wollte Shadowman 2 noch anführen, stimmt. Okay, Gott nein. Aber eigentlich habe ich gar nicht viel zu erzählen. Eigentlich nur, dass Shadowman 1 irgendwie schon für viele ein Klassiker ist, teilweise aber auch nicht ganz wirklich geil war. Und dann habe ich mir auch extra viel vom zweiten versprochen und der war dann ja richtig scheiße. Hat den mal jemand gespielt? Nee, den zweier nicht mehr. Okay, eigentlich können wir es damit auch abhaken. Also was soll ich darüber jetzt erzählen? Ich fand zum Beispiel ganz schlecht, dass der Shadowman, wie hieß er nochmal in echt, der konnte sich dann auch verwandeln und dann war er nur so und dann war er so ein Skeletttyp und das war das schlechteste Skelett, was ich je gesehen habe und der hat so
so blöde, dumme Schultern gehabt und lief immer mit Rasiermesserachseln, also als hätte er schon Messer unter den Achseln gehabt, weil es dann nur die Arme so breit gehabt. Und das war so ungeil, das Spiel, wo der Erste doch eigentlich schon... Der ist aber ja ganz gute, cool. Ja, der hat eine gute Vorlage geliefert, so rein thematisch und so. Und auch diese ganzen Psychowelten, wenn ich mich jetzt an Asylum denke oder an diese Sümpfe in New Orleans oder so. Ja, du musst auch sagen, aber ich glaube, das war so kurz vorm Ende von Acclaim. Und dann, die haben ja eh nichts mehr zustande bekommen. Dann nach BMX, Triple X und was auch immer. Komm, mach das Zeug jetzt fertig, dass wir nach Hause können, war dann wahrscheinlich die Ansage. Apropos nach Hause. Na, ich hätte gedacht, wir schaffen alles durch in 1,5 Stunden. Ja, dass du nach all diesen Podcasts, du warst bei jedem Einzelnen dabei, dass du das nicht weißt. Ich weiß, aber ich hoffe ja immer inständig. Ja, das tun wir alle. Nee. Ich habe aufgegeben in der Hinsicht, resigniert. Hey, aber ey, 2 Genres, 2,5 Stunden, das kann man machen, glaube ich. Ja, aber es waren auch die zwei größeren Genres. Und es hat mich auch überrascht jetzt gerade eben. Ich hätte gedacht, Survival Horror hatte ich natürlich einige Titel hier draufstehen, aber ich hatte eigentlich die PS2 ein bisschen weniger als Survival Horror da im Gedächtnis, aber die hat ja wirklich sehr, sehr viele und variable Sachen gehabt. Mhm. Und ist eigentlich auch was, was man sich als Survival-Horror-Fan gerne nochmal in Teilen auch nochmal ganz gern geben kann. So ein Haunting Ground, also das kriegst du für einen Zehner. Ja, und was gibt's denn, was fällt mir denn jetzt gerade auf? Bei dieser Generation PS3 und Xbox 360, was kommt denn dann da noch was? Also meinst du Survival-Horror-mäßig? Ja, ja. Also du hattest ja einiges an Remakes gehabt, die Fortsetzungen der alten Sachen, die leider nicht so toll gewesen sind, wie Silent Hill 5, also Silent Hill Homecoming. Ja. Und Resident Evil 5 bin ich kein Verfechter von. Nee. Siren als Remake gehabt, du hast Dead Space 2, worauf ich mich sehr freue. Ja. Aber Dead Space ist so eins der wenigen, was noch so richtig die Fahne hochhält. Ja, also ist das wohl ein Genre, was sehr, ja, leider sehr, sehr im Zurückgehen ist. Oh, aber es hatte ja auch irgendwie 10 Jahre Hochzeit. Ja, worauf ich mich sehr freue, ich habe das jetzt bestellt aus England, weil es endlich angekommen ist, Deadly Premonition. Hast du was davon gehört? Du hast es doch. Ich habe es, nee, ich habe... Also du hast es doch mal in der Hand. Ich hatte es in der Hand, ich habe mir die US-Version bestellt, die leider nicht auf meiner Xbox läuft, weil jemand gesagt hat, die ist code-free. Ach so. Und jetzt habe ich mir die UK-Version bestellt und hoffe, die ist losgeschickt worden. Also die kommt ich, bald an. Das würde ich auch gerne mal, zumindest mal ausprobieren. Ich habe mir da so ein langes... nicht Let's Play, aber der Spoonie zockt ja manchmal Sachen am Stück und da habe ich mir das Deadly Premonition mal angeguckt. Das würde ich auch mal spielen. Das ist super schräg. Also ich muss sagen, bei Spoonie finde ich persönlich, habe ich mir alle Phantasmagoria-Sachen angeguckt. Habe ich auch angeguckt. Ganz im Ernst, das geht wie lang? Ey, ja, man kann das echt gucken. Viel zu lang, ey. 5, 6, 7, 8 Teile mit jeweils einer Stunde oder so. Trotzdem geil. Es sind wirklich 20, 30 Teile und wirklich mehrere Stunden. Ich weiß es auch nicht mehr, aber es war so, ich habe das über Tage, wie eine Serie habe ich das über Tage weggeguckt. Dieses dumme Spiel. Weihnachten vor 2 Jahren, ich habe Fallout 3 gespielt und zwischendurch mir Spoonie-Reviews angeguckt. Nee, muss man echt mal sagen. Also bleibt ruhig auf Game.de, aber geht ab und zu auch mal auf Spoonie-Experiment. Genau, solange wir nicht hier Englisch machen, ist es ja keine Konkurrenz. Der mir ja aufgrund dieser langen Videos nicht ganz so sympathisch ist und er mag auch Wrestling so sehr. Ja, das macht das. Das raff ich nicht. Wenn er unter seinen Blogposts irgendwie, die thematisch mir zusagen, immer diese Wrestling-Sachen drin sind, da habe ich ein dreieckige Fragezeichen über dem Kopf und denke, Spoonie ist ein, er labert sehr gerne, aber ich finde auch, er hat ein Highlander Endgame-Review jetzt vom Film jetzt da, was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Ja. Aber muss man aber sagen, Nostalgic Critic geht noch und natürlich Angry Video Game Nerd, das ist das Triumvirat von den Internetleuten, die ich dann gucke. Ich gucke Cinemassacre, gucke ich immer, was ist, beim Nostalgia Critic und bei Spoonie. Das sind auch meine drei Sender. Und was ich auch immer gerne gesehen habe. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Nur Talking Classics auf Screw Attack hier mit dem Keith Apicary. Achso, das finde ich zu heftig. Das ist schon ganz gut eigentlich. Okay. Aber der hat lange nichts mehr gemacht. Okay, aber das soll, glaube ich, auch dann der Abschluss für den PlayStation 2 Podcast Nummer 3 sein.
Wir müssen auch langsam jetzt alle hinweg. Wir haben noch Termine. Müssen Termine. Hey, danke, dass ihr euch wieder mal an einem Freitag mit mir hier zusammengefunden habt. Es macht Spaß. Es ist auch ein großer, großer Spaß und wir sind bei Weitem noch nicht fertig immer, aber die PS2 verdient es ja eben auch, dass man sich dann auch mal in Ruhe darüber dann auslässt. Und wie gesagt, danke nochmal Simon, danke nochmal Trant, dass ihr zusammengekommen seid. Ich würde sagen, lasst uns den Podcast. Oh, ich muss auch gerade ans Telefon. Mach's gut. Stelle. Ciao Trant. Oh, da geht er. Ciao Simon. Soll ich jetzt auch ans Telefon gehen? Ja, und dann gehe ich auch ans Telefon und machen wir zu Ende. Wo ist denn mein Telefon? Ich hab's. Hallo? Oh, da ist es. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ich schalte jetzt ein. 1, 2, 3 und. Ende. Gelände. Und da mache ich den Renegade und dann geht's gleich los. Mhm. Warum? Was heißt ein Renegade, Mann? Ich habe das doch schon mal erklärt. Ach nee, da warst du ja gar nicht dabei, oder? Nee. Renegade, von der Bully-Parade gab es den einen Sketch. Du kennst ja noch Renegade, die Serie mit Lorenzo Lamas, der dann immer rumgefahren ist und dann hat er als Kopfgeldjäger dann mit dem, mit dem Indianer und der heißen Schwester, die er hatte. Ja. Da gab es den einen Sketch bei der Bully-Parade, da war sozusagen Renegade und sein Synchronsprecher. Ja? Und der Typ, der Renegade gespielt hat, hatte so eine hohe Piepstimme. Ja? Und ich erinnere mich. Und da ist immer so ein kleiner Hämpfling reingekommen und sagt, ich bin die Stimme von Renegade. Moment. Und er hat den parallel synchronisiert auf Kamera. Und er hat immer gemacht, damit die synchron dann sind. Okay, und jetzt. Hi! Ich bin Renegade! Und normalerweise werde ich von diesem Mann hier synchronisiert. Hallo, hier spricht Renegade. Verdammt, es ist meine Mutter. Sie will wissen, wann ich heute Abend zum Essen komme. Okay, wir treffen uns um Punkt 8. Unten am Hafen, du weißt schon, hinter O'Leary's Bar. Dort sind wir ungestört. Und... keine Polizei, verstanden? Kann ich da mitkommen? Nein.